Wir können dann zu diesem Tagesordnungspunkt kommen. Das ist also die Regierungserklärung des Herrn Ministerpräsidenten zum Thema Hessen handelt. Vereinbarte Redezeit ist 30 Minuten. Das ist für die Fraktion Ihre Orientierung. Das Wort hat Herr Ministerpräsident Bouffier. Bitte schön. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen, meine Herren! Täglich sehen die Menschen die Fernsehbilder der Flüchtlinge, die nach Europa und vorzugsweise nach Deutschland und auch zu uns nach Hessen kommen. Nichts beschäftigt unsere Mitbürger zurzeit so intensiv wie dieses Thema. Unsere Bürgerinnen und Bürger wollen helfen. Und zugleich machen sie sich Sorgen, ob wir dieser Herausforderung bestehen können. Ihnen allen möchte ich zurufen, wir stehen vor einer Herausforderung von historischer Dimension. Sie wird uns viele Jahre begleiten, und sie wird unser Land verändern. Aber wir können und wir werden diese Herausforderung meistern. Diese Aufgabe wird uns ganz außerordentlich fordern. Aber wenn wir es klug machen, vor Ort, hier in Hessen, in Deutschland und vor allen Dingen in Europa, dann wird es uns nicht überfordern. Dabei werden wir auch sehr darauf zu achten haben, dass eine gemeinsame Zukunft der Menschen, derer, die schon lange hier leben oder immer hier gelebt haben, und der Menschen, die neu zu uns kommen, nur dann erfolgreich und friedlich gelingen kann, wenn die tragenden Werte unserer Gesellschaft, wie sie in unserer Verfassung zum Ausdruck kommen, auch unsere zukünftige gemeinsame Zukunft bestimmen, meine Damen und Herren. Wir erleben zurzeit ein Flüchtlingselend von rund 60 Millionen Menschen, so viel wie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr. Die Auswirkungen von Diktatur, Krieg, Not, Elend und Perspektivlosigkeit erreichen unser Land in einer bis dahin nie gekannten Dimension. Mittlerweile geht auch der Bund davon aus, dass wir in diesem Jahr etwa 800.000 Flüchtlinge in Deutschland aufnehmen. Ich habe schon vor Wochen darauf hingewiesen, dass ich die Zahl von 1 Million für realistischer halte. Ein Blick auf die Entwicklung in Hessen in den letzten Jahren macht die Dimension der Herausforderung deutlich. Hatten wir 2012 im ganzen Jahr 5.000 Asylbewerber, 2013 8.700, erwarten wir in diesem Jahr nur in Hessen 60.000 Asylbewerber. Meine Damen und Herren, wir nehmen mehr Flüchtlinge in unserem Land auf, als Kinder in diesem Land geboren werden. Das zeigt zum einen die Dimension der Aufgabe, aber auch die herausragende Aufnahmeleistung unseres Landes, meine Damen und Herren. Hessen hat gehandelt. Mittlerweile haben wir über 18.000 Menschen in der Erstaufnahme des Landes Hessen. Allein in den letzten 2 Wochen haben wir 15.000 Menschen aufgenommen. Das ist die gesamte Bevölkerung einer hessischen kleinen oder kleinen Mittelstadt. Nahezu täglich nehmen wir Außenstellen der zentralen Erstaufnahmestelle in Gießen in Betrieb. Neben den beiden dortigen Liegenschaften versorgen wir und nehmen auf mittlerweile in 24 Außenstellen und 5 Notunterkünfte die Menschen, die zu uns kommen. Und meine Damen und Herren, auch das will ich einmal erwähnen. Wir haben es in Hessen geschafft, alle Flüchtlinge, und zwar sowohl die, die uns aus anderen Ländern geschickt werden, als auch die, die direkt zu uns kommen, aufzunehmen. Dabei nehmen wir weit mehr Menschen auf zurzeit, als uns nach dem Verteilungsschlüssel der Länder eigentlich als Pflicht auferlegt ist. Aber wir schicken die Flüchtlinge nicht weg. Niemand muss bei uns auf der Straße schlafen. Alle erhalten ein Obdach, erhalten Versorgung und medizinische Hilfe. Meine Damen und Herren, wenn Sie sich noch einmal in Erinnerung rufen, so viele tausend Menschen in kürzester Zeit, jedem eine Hilfe gedeihen zu lassen, das ist eine großartige Leistung, die unser aller Dank und Anerkennung verdient und zeigt, dass hier in Hessen Willkommenskultur wirklich gelebt wird, meine Damen und Herren. Diese Aufnahme ist aber nicht nur eine große Leistung, es ist auch eine große Anstrengung.
Aber für uns muss gelten, jeder, der kommt, muss anständig behandelt werden, auch wenn nicht jeder, der kommt, im Lande bleiben kann. Das Grundrecht auf Asyl ist nicht beliebig einschränkbar, je nachdem, wie viele da nun gerade kommen. Das macht unsere Herausforderungen in Deutschland so einzigartig, auch im Vergleich zu unseren europäischen Nachbarn. Aber für uns gilt, wer in Not ist, der muss Hilfe erhalten. Zuallererst ist jeder Flüchtling ein Mensch und muss menschenwürdig behandelt werden, meine Damen und Herren. Und das müssen wir immer wieder auch gerade denjenigen klarmachen, die glauben, sie könnten jetzt gegen Flüchtlinge Stimmung machen. Meine Damen und Herren, jedem, der glaubt, sich so verhalten zu können, dem müssen wir zurufen, in Hessen ist kein Platz für Rassismus, für Häme, für Hetze und schon gar nicht für Gewalt, meine Damen und Herren. Und das muss gelten, ganz gleich, ob das offen geschieht oder häufig anonym, z.B. in den sozialen Netzwerken. Mit allen Mitteln des Rechtsstaats müssen wir dagegen antreten. Aber was wir vor allen Dingen tun müssen, eine gesamtgesellschaftliche Antwort geben, wir alle. Und die Antwort muss doch klar sein. Wir wollen ein solches Verhalten nicht hinnehmen, und wir sind auch nicht bereit, gleichgültig einem solchen Treiben zuzuschauen, meine Damen und Herren. Eine menschenwürdige Unterbringung sicherzustellen, ist eine große Herausforderung. Sie müssen sich das einmal konkret vorstellen, was das bedeutet, wenn in einer einzigen Woche 7.000 oder 8.000 Menschen kommen, binnen weniger Stunde Zelte aufbauen, Betten aufstellen, sanitäre Einrichtungen, Wasser-, Stromleitungen, Essensversorgung, Erstausstattung, medizinische Versorgung und vieles, vieles mehr. Das ist gerade so, als würden Sie in kürzester Zeit eine Stadt bauen. Und wer angesichts dieser Umstände meint, er müsse im Hinblick auf die Unterbringung dieses oder jenes kritisieren, weil es vielleicht nicht in allen Punkten dem entspricht, was man sich wünschen möchte, dem sage ich, was unsere Haupt- und Ehrenamtlichen in den letzten Wochen in diesem Land für die Flüchtlinge geleistet haben, das verdient unseren allergrößten Respekt und unsere höchste Anerkennung. Ich habe nahezu alle Einrichtungen in diesem Lande besucht. Ich konnte mir ein persönliches Bild machen von den Verhältnissen vor Ort. Ich habe auch Unzulänglichkeiten aufgenommen. Ich weiß aber, wie es den Menschen vor Ort geht. Und ich möchte Ihnen sagen, gerade den Damen und Herren des Hessischen Landtags, aber auch der Öffentlichkeit, ich habe auch etwas anderes noch erfahren, was ich mitteilen möchte. Sehr häufig ist mir widerfahren, dass Leute auf mich zukamen und gesagt haben, danke Deutschland. Wir wissen, was ihr für uns tut. Auch das gehört zu dieser Debatte und darf nicht untergehen, meine Damen und Herren. Den Einsatz, den ich dort erlebe und erlebt habe, der war großartig. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Unterkünfte, der Katastrophenschutz, die Polizei, die Hilfs- und Rettungsdienste, die Feuerwehr, die Bundeswehr, die Regierungspräsidien, und ich denke, man muss es einmal besonders erwähnen, insbesondere das Regierungspräsidium Mittelhessen. Sie alle leisten Herausragendes, meine Damen und Herren. Und dafür danke ich Ihnen sehr. Meine Damen und Herren, die Landesregierung hat einen Aufruf in der Landesverwaltung gestartet mit dem Inhalt, wer wäre bereit, seine angestammte Tätigkeit jetzt einmal nicht weiter auszuüben und vor Ort im Wege der Abordnung zu helfen. Ich glaube, wir können alle sehr froh und dankbar sein, dass dieser Aufruf eine große Resonanz gefunden hat. Ich bedanke mich dafür, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier beispielhaft vorangehen. Das gilt für nahezu für alle Bereiche. Und meine besondere Anerkennung möchte ich auch ausdrücken den pensionierten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten, den pensionierten Lehrerinnen und Lehrern, die sich hier sofort gemeldet haben und helfen. Das ist gelebte Willkommenskultur und allen anders, dass wir heute dafür Danke sagen.
Wir erleben in unserer Gesellschaft, vor Ort und überall eine Welle der Hilfsbereitschaft von Ehrenamtlichen, von spontanen Initiativen, von Vereinen, von Kirchen, von Wohlfahrtsverbänden, der Ärzteschaft und vielen anderen mehr. Und deshalb möchte ich all denen unseren Dank und unsere Anerkennung aussprechen, die, egal ob Haupt- oder Ehrenamtlich, aber vor allen Dingen den Ehrenamtlichen, sich in der Unterbringung, der Versorgung und der Betreuung der Flüchtlinge eingebracht haben. Sie, meine Damen und Herren, sind die stillen Helden dieser Tage, und Sie tragen entscheidend dazu bei, dass wir mit Fug und Recht von Willkommenskultur in Hessen sprechen können. Herzlichen Dank. Lassen Sie nicht nach. Wir wissen, was Sie tun. Meine Damen und Herren, die Herausforderungen lassen sich schon lange nicht mehr im Rahmen der eingeübten Verfahrensweisen bewältigen. Für die Verwaltung bedeutet dies, die üblichen Pfade müssen verlassen werden. Pragmatische Lösungen gehören jetzt in den Mittelpunkt. Die Landesregierung hat deshalb schon vor Monaten eine Vielzahl von Maßnahmen ergriffen, um diese Herausforderung erfolgreich zu bewältigen. Absolute Priorität hatte und hat dabei eine ordentliche Unterbringung der zu uns kommenden Menschen. Das Sozial-, das Innenministerium, das Finanzministerium sind hier seit Monaten buchstäblich rund um die Uhr im Einsatz, um entsprechende Lösungen zu finden. Unter Leitung von Innenstaatssekretär Koch wurde gemeinsam mit dem Sozialministerium eine Taskforce Asyl eingerichtet, bei der alle entsprechenden Informationen zusammenlaufen, die Aufträge der Ressorts eingehen, damit gewährleistet ist, dass wir rasch und effizient handeln können. Meine Damen und Herren, auch das steht in keinem Geschäftsordnungsverteilungsplan, sondern das ist eine Maßnahme, die außerordentlich sinnvoll ist, die sich gebildet hat. Und ich sage, und ich höre es ja auch von vielen draußen, das hat sich bewährt. Und deshalb bedanke ich mich bei Herrn Staatssekretär Koch und diesen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dieser Taskforce. Sie leisten eine hervorragende Arbeit. Herzlichen Dank dafür. Ich habe es erwähnt, im Vordergrund aller unserer Bemühungen muss stehen, diejenigen Flüchtlinge, die derzeit noch in Zelten untergebracht sind, etwa 6.000, es ändert sich ja täglich, noch vor dem Winter in feste Unterkünfte zu bringen. Die Landesregierung verhandelt derzeit, das wissen Sie, aber man muss es immer wieder einmal sagen, mit über 80 Institutionen, nicht nur Kommunen, auch privaten Institutionen und Privatleuten, hier geeignete Lösungen zu finden. Angesichts der täglich neuen Wellen von Flüchtlingen, auch jetzt kommen im Schnitt jeden Tag nach Hessen zwischen 1.000 und 1.500 Menschen, warne ich aber vor voreiligen Versprechungen. Wir können nicht zaubern, aber wir tun alles, was möglich ist. Und in diesem Zusammenhang möchte ich ausdrücklich den Kommunen danken für ihre Kooperationsbereitschaft. Es ist keineswegs selbstverständlich und für die Kommunen auch nicht immer einfach, dass sie zuweilen buchstäblich über Nacht sich bereit erklären, Immobilien oder Grundstücke für die Nutzung für die Flüchtlinge zur Verfügung zu stellen. Wir wollen diese Aufgabe deshalb gemeinsam mit den Kommunen erfüllen und nicht gegen die Kommunen. Nicht selten haben die Kommunen eigene Planungen. Nicht selten haben sie andere Nutzungskonzepte, die wir nicht einfach beiseite schieben können. Und deshalb müssen wir uns immer wieder verständigen, und das gelingt nach meinem Eindruck immer besser. Auch erweisen sich bei näherer Prüfung viele gut gemeinten Vorschläge aus der Bevölkerung für neue Standorte aus den unterschiedlichsten Gründen als nicht geeignet. Das führt gelegentlich zu Irritationen, das verstehe ich, aber das darf uns nicht von dem großen Ziel abbringen. Ich bitte deshalb unsere Bürgerinnen und Bürger um Verständnis, aber auch weiter um ihre Mithilfe, damit wir gemeinsam durch unkonventionelle Lösungen unsere Verpflichtungen erfüllen. Zeltstädte können nur eine Übergangslösung sein. Dies leitet unser Handeln. Gemeinsam können wir das schaffen, und deshalb bemühen wir uns auch, intensiv zu informieren. In diesem Zusammenhang möchte ich einen herzlichen Dank an den Hessischen Rundfunk aussprechen. Die Landesregierung und der Hessische Rundfunk haben eine gemeinsame Plattform errichtet. People Like Me heißt die, in der insbesondere die Ehrenamtlichen sich informieren können, aber was mindestens genauso wichtig ist, dort auch einstellen können, was sie gerade brauchen vor Ort. Und das fügt sich ein neben
unserem Internetangebot www.flüchtlingsunterkünfte.de, Bürgerbüro und dem seit heute freigeschalteten neuen Internetangebot der Landesregierung www.flüchtlingehessen.de, in dem die Bürgerinnen und Bürger und alle, die sich dafür interessieren, sehr aktuell unterrichtet werden über die Situation und vor allen Dingen, welche Überlegungen gerade umgesetzt werden, wo wir Hilfe erbitten und wo wir Hilfe brauchen. Meine Damen, meine Herren, ich habe es mehrfach gesagt, es ist eine große Herausforderung, bei der wir alle brauchen. Und ich hoffe, dass durch diese Initiativen auch und gerade zur Information und Unterrichtung unserer Bürgerinnen und Bürger wir die Aufgabe immer besser erfüllen können. Meine Damen und Herren, aber nicht nur die Unterbringung ist eine große Herausforderung. Auch und gerade die Sorge um die Kinder der Flüchtlinge muss uns ein besonderes Anliegen sein. Mit besonderer Sorge verfolgen wir den teilweise sprunghaften Anstieg der Zahlen der unbegleiteten minderjährigen Jugendlichen, die zu uns ins Land kommen. Hier handelt es sich um eine ganz große und ganz besonders schwierige Herausforderung, die unsere Jugendamtsbehörden nahezu für unlösbare Aufgaben stellen. In Hessen werden die zentral in Frankfurt und in Gießen aufgenommen. Und wir müssen alles tun, dort zu Entlastungen zu kommen. Und ich begrüße es sehr, dass wir gemeinsam mit der Bundesregierung vereinbart haben, dass die jetzige Gesetzeslage möglichst rasch geändert wird. Die jetzige Gesetzeslage lässt es z.B. nicht zu, in Deutschland diese unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge in andere Bundesländer zu verlegen. Die bleiben alle hier, egal wie viele kommen. Das führt zu erheblichen Ungleichgewichten. Und wir hoffen, letzter Stand, den ich habe, dass wir das zum 1.11. dieses Jahres dann in Kraft setzen, dass wir in Zukunft eine Entlastung dadurch erfahren, dass wir z.B. solche Flüchtlinge auch in unserem Nachbarland in Thüringen, die praktisch gar keine oder fast keine unbegleiteten Jugendlichen haben, unterbringen können. Dies wird die Situation insbesondere für die beiden Städte, aber vor allen Dingen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die dort aufs Äußerste gefordert sind, ein ganzes Stück entlasten. Meine Damen und Herren, man muss sich klarmachen, die Kinder der Flüchtlinge können vom ersten Tag, an dem sie den Kommunen zugewiesen werden, die Kindertageseinrichtungen besuchen und erhalten auch besondere Förderung. Die Kinder, die schulpflichtig sind, haben vom ersten Tag an das Recht und einen Anspruch auf Beschulung. Deshalb, meine Damen und Herren, haben wir gehandelt. Wir haben dafür Sorge getragen, dass in diesem Schuljahr in Hessen mehr als 100 neue Klassen nur, aber auch erforderlich, für intensives Deutschlernen gegeben wird. Mehr als 100 neue. Wir wissen alle gerade, das Erlernen der deutschen Sprache ist der Schlüssel für erfolgreiche Integration. Und deshalb möchte ich Ihnen sagen, wir haben nun in Hessen über 6.000 Intensivklassenplätze geschaffen, alleine an den allgemeinbildenden Schulen. Und wir haben im Vergleich zu der Situation vor den Sommerferien, wenn Sie schauen, in welchem Zeitraum das gelungen ist, mittlerweile diese Zahl um 1.600 gesteigert. Auch meine, ja. Auch die Zahl der Lehrerstellen für die Deutschfördermaßnahmen steigt in diesem Schuljahr um weitere 210. Und das bedeutet, Stand jetzt, in Hessen sind 1.280 Lehrer und Lehrerinnen für diese Maßnahmen unterwegs. Ich denke, keineswegs eine Selbstverständlichkeit. Es zeigt sich aber gerade an dem Beispiel, dass Erstaufnahme und frühzeitige Maßnahmen einer Integration Hand in Hand gehen müssen. Hand in Hand und in engster Zusammenarbeit von Land und Kommunen. Meine Damen und Herren, wir wissen um die besonderen Herausforderungen für die Kommunen und tragen dem auch Rechnung. Alleine für die Kosten der Unterbringung und Versorgung der Flüchtlinge erhalten die Landkreise und kreisfreien Städte vom Land derzeit eine Pauschalerstattung, die durchschnittlich rund 660 € pro untergebrachter Person betrifft. Nachdem wir bereits zum 1. Januar diesen Jahres rückwirkend diese Pauschalen um 15% erhöht haben, ist das jetzt in etwa die Durchschnittssumme.
Aus gegebenem Anlass möchte ich auch darauf hinweisen, dass wir die Mittel, die der Bund im Rahmen der Nationalen Asylkonferenz zur Verfügung gestellt hat, um den Kommunen zu helfen, in Hessen 1:1 an die Kommunen weitergegangen sind. Das betrifft 37 Millionen, meine Damen und Herren. Ich bin froh, dass auch Landrat Pieper das jetzt erkannt hat, meine Damen und Herren. 37 Millionen ist nicht wenig, aber eines ist auch klar. Die Frage der Angemessenheit der pauschalen Erstattung ist seit Monaten Gegenstand intensiver Beratungen zwischen dem Land und den Kommunen. Und ich versichere Ihnen hier, es ist unsere feste Absicht, noch in diesem Jahr zu einer vernünftigen gemeinsamen Regelung zu kommen, meine Damen und Herren. Uns ist bewusst, und ich sage das mit Bedacht, dass diese Regelung zu einer weiteren Unterstützung der Kommunen führen wird, für alle, die es genau wissen wollen. Eine gelingende Integration der Menschen, die dauerhaft in unserem Land bleiben, erfordert frühzeitige und vielfache Anstrengungen. Das frühzeitige Erlernen der deutschen Sprache ist unverzichtbar. Eine dauerhafte, angemessene Wohnungsversorgung, eine vernünftige Betreuung in den Kitas und in den Schulen und nicht zuletzt für den Start in Ausbildung und Berufsleben sind erforderlich. Gerade die Eingliederung in den Arbeitsmarkt stellt dabei ganz besondere Herausforderungen. Meine Damen und Herren, so gut wie keiner der Flüchtlinge spricht Deutsch. Nur sehr wenige sprechen Englisch. Frau Bundesministerin Nahles hat vor wenigen Tagen öffentlich mitgeteilt, dass ihre Behörde davon ausgeht, dass nicht einmal jeder zehnte Flüchtling in der Lage ist, unmittelbar jetzt in eine Ausbildung oder Arbeitsstelle zu gehen. Hier ist vielfache Initiative und auch Kreativität gefragt. Und ich möchte Sie teilhaben lassen an einer ermutigenden Erfahrung, die ich gemacht habe bei einem Besuch im Kreis Marburg-Biedenkopf. Ich konnte mich dort überzeugen, wie im Zusammenspiel zwischen dem Kreis, Jobcenter, der Bundesagentur für Arbeit, der Handwerkskammer und entsprechenden Handwerksbetrieben jungen Flüchtlingen eine vernünftige Zukunftsperspektive geboten wurde. Meine Damen und Herren, das tun wir für diese jungen Flüchtlinge. Das tun wir aber auch für uns. Je früher wir sie vernünftig ausbilden, desto besser für uns alle, meine Damen und Herren. Auch die vielfältigen und ständig gewachsenen Herausforderungen an die Sicherheit in unserem Land dürfen nicht vernachlässigt werden. Alles dies wird viel Einsatz und auf allen Ebenen vor allen Dingen auch Geld kosten. Wir sollten nicht die Illusion nähren, dies könne man so nebenbei und sozusagen ohne besondere Anstrengungen erfolgreich bewältigen. Das kann nicht gelingen. Wir haben in Hessen auch in unserem Haushalt bereits Vorsorge getroffen. Meine Damen und Herren, zur Erinnerung, im Haushaltsjahr 2012 haben wir für den gesamten Komplex Asyl 43 Millionen € ausgegeben. In diesem Jahr haben wir im Haushalt 2015 vorgesehen, fast das Zehnfache, 384 Millionen €. Und für den nächsten Haushalt, den der Finanzminister noch in dieser Legislaturperiode einbringen wird, für das Jahr 2016, werden Sie entnehmen können, dass dort 630 Millionen € für die Versorgung und die Aufnahme der Flüchtlinge eingestellt ist. Und, meine Damen und Herren, wir wissen alle schon heute, das wird aller Voraussicht nach nicht reichen. Der Finanzminister hat bei Gelegenheit darauf hingewiesen, dass die aktuelle Situation es erforderlich macht, dass wir uns darauf einstellen, dass wir im nächsten Jahr in Hessen wahrscheinlich 1 Milliarde € brauchen für diese Aufgaben. Wenn man dies weiß, dann kann man erkennen, dass die Aufgabe, vor der wir stehen, alles sprengt, was uns bisher vor Kurzem noch besonders wichtig und vorstellbar war. Zugleich
stehen wir vor der Herausforderung, das alles ohne neue Schulden lösen zu müssen. Ich sage deshalb auch sehr deutlich heute, wer in einer solchen Situation ständig nach mehr und höheren Leistungen ruft, der muss mindestens eine Antwort darauf geben, wie er diese Forderungen mit dem Einhalten der Schuldenbremse und dem Verfassungsgebot, keine neuen Schulden mehr zu machen, in Einklang bringen will, meine Damen und Herren. Es genügt nicht nur zu fordern, man muss auch Antworten geben. Die Landesregierung weiß, dass in all den Bereichen, die ich eben genannt habe, wir nachsteuern müssen. Darüber müssen wir im Grundsatz nicht streiten. Aber, meine Damen und Herren, nicht zuletzt die zusätzlichen Mittel, die die Landesregierung vorgesehen hat in ihrem Kommunalen Investitionsprogramm, mag Ihnen zeigen, unter dem Stichwort Wohnungsbau, was wir dort eingeplant haben, dass wir die Notwendigkeit nicht nur erkannt haben, sondern dass wir auch handeln. Und darauf, meine Damen und Herren, dürfen wir angemessen stolz sein. Wir wissen, dass wir angesichts dieser Flüchtlingszahlen uns weiter anstrengen müssen. Das gilt insbesondere für das Innenressort, das Sozialressort, aber auch für das Kultusministerium und manchem anderen. Was das konkret in Geld und Stellen bedeutet, werden wir Ihnen zur zweiten Lesung des Haushalts vortragen. Ich weise heute schon darauf hin, dabei kann es nicht nur um Stellen gehen, sondern auch andere schnell wirkende Maßnahmen müssen in Betracht kommen. Ich bin überzeugt, wir werden noch mehr pensionierte Lehrerinnen und Lehrer finden, die im Rahmen von Sonderverträgen Flüchtlingskindern helfen, die deutsche Sprache zu lernen. Ich sehe auch große Chancen, wenn es uns gelingt, z.B. die Volkshochschulen hier intensiv einzusetzen. Auch die Bundesagentur für Arbeit, die an anderer Stelle solches ja schon tut, verfügt hier über Möglichkeiten. Sie können hier eingesetzt werden. Und optimistisch stimmt mich ein Umstand, den wir in Hessen schon erleben, nämlich die Erfahrungen unserer Handwerkskammern, die sie z.B. in der Ausbildung junger Menschen aus Spanien gesammelt haben, die im Rahmen unseres Projektes Hessen Region Madrid hierher gekommen sind zur Ausbildung. Dort sind wichtige und, wie ich finde, gute Erfahrungen gesammelt worden. Und deshalb darf man sagen, es gibt viele sinnvolle Ansätze, die müssen wir rasch, intelligent und möglichst unbürokratisch zusammenbringen. Und dann werden wir auch eine vernünftige Lösung vorstellen können. Aber auch heute sage ich, wir wollen und wir werden diese Herausforderung meistern. Und wir werden gleichzeitig die zentralen Ziele unserer Haushaltspolitik nicht aus den Augen verlieren, meine Damen und Herren. Aber es ist doch auch klar, und es muss doch jedem präsent sein, das Land und auch die Kommunen können beim besten Willen diese Herausforderung nicht alleine stemmen. Deshalb ist die Dimension unserer Leistungen untrennbar verbunden mit der Dimension der Unterstützung und der Hilfe durch den Bund. Ohne eine dauerhafte, strukturelle und deutliche finanzielle Unterstützung des Bundes kann auf Dauer weder die Erstaufnahme noch gar die Integration gelingen. Meine Damen und Herren, ich begrüße es deshalb sehr, dass die Große Koalition von CDU, CSU und SPD im Bund und die tragenden Parteien dies erkannt haben und Land und Kommunen Hilfestellung angeboten haben. Diese Beschlüsse gehen in die richtige Richtung, aber sie sind noch nicht ausreichend. Das gilt sowohl für die finanzielle Dimension dieser Hilfe als auch für die dringend erforderliche Beschleunigung der Asylverfahren durch die Bundesbehörden. Sie wissen zur Stunde, das ist auch der Grund, warum ich morgen und übermorgen in Beratungen des Hauses nicht teilnehmen kann, verhandeln wir auf allen Ebenen zwischen Land und den Ländern und dem Bund über die konkrete Ausgestaltung dessen, was wir am kommenden Donnerstag auf dem Asylgipfel mit der Bundeskanzlerin miteinander beschließen wollen. Und es ist klar, dabei kann es nicht um eine einmalige Unterstützung gehen, sondern der Bund muss verbindlich zusagen, dauerhaft die Länder und Kommunen zu unterstützen. Und diese Unterstützung muss berücksichtigen, dass ja gerade die Länder und Kommunen für die Menschen, die im Lande bleiben, und das wird der größere Teil sein, der weitaus größere, dauerhaft erhebliche und außerordentliche Leistungen erbringen müssen.
Und, meine Damen und Herren, es muss sich auch etwas ändern beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Die Verfahren dauern absolut zu lange. Das kann man nicht hinnehmen. Und sie haben den Nachteil, dass es so lange dauert, dass wir nicht wissen, wer nun im Lande bleiben kann und wer nicht. Bevor diese Entscheidung nicht getroffen ist, können viele andere Maßnahmen ebenfalls nicht vollzogen werden. Und deshalb ist es notwendig, dass dieses Bundesamt zu schnelleren Verfahren kommt, dass wir Lösungen finden, wie dieser Berg von derzeit rund 300.000 unerledigten Verfahren vermindert wird und wir mit den neuen Herausforderungen der Menschen, die täglich kommen, intelligenter fertig werden. Meine Damen und Herren, das ist erstens notwendig, weil wenn früh entschieden wird, wer bleiben kann, kann Integration früh beginnen. Und wenn früh entschieden wird, wer nicht bleiben kann, sparen wir uns unnötige Ressourcen, die wir für die vernünftige Integration derer brauchen, die hier sind, meine Damen und Herren. Und deshalb ich will auch eine Bemerkung machen zu all den Menschen, die zu uns kommen, die in ihrer Heimat keine vernünftige Perspektive sehen. Wer von uns könnte nicht verstehen, dass man überlegt, ob man in einer neuen Heimat, z. B. in Deutschland, nicht eine bessere Zukunft für sich und seine Familie finden kann? Das können wir alle, glaube ich, gut nachvollziehen. Das ist menschlich verständlich, aber das begründet keinen Asylanspruch und damit auch kein Bleiberecht in unserem Land. Wir müssen sehr deutlich sagen, all diejenigen, die nicht verfolgt werden, sie werden in unserem Land keine Zukunft haben können, weil wir sonst nicht die notwendigen Kapazitäten haben, uns um die zu kümmern, die verfolgt werden, meine Damen und Herren. Deshalb sind Rückführungen unverzichtbar, am besten freiwillig, aber wenn es freiwillig nicht geschieht, auch im Wege der Abschiebung. Auch hier hat Hessen gehandelt. Bislang haben wir in diesem Jahr über 2.500 freiwillige Ausreisen und 1.300 Abschiebungen. Das macht niemand gerne, aber es ist erforderlich. Ich begrüße in diesem Zusammenhang sehr, dass in dem großen Paket, das wir am Donnerstag beraten wollen, auch die Möglichkeit vorgesehen ist, Menschen insbesondere, aber nicht nur vom Westbalkan, die Chance zu geben, hier auf legalem Wege einzureisen, wenn sie geeignet sind und wenn sie nachweisen können, dass sie hier einen Arbeitsplatz haben. Dies ist eine zusätzliche Möglichkeit, von der ich glaube, dass sie klug ist, von der ich aber auch überzeugt bin, dass sie natürlich nicht alle Probleme löst, sondern sie wird nur einen schmalen Teil erreichen. Aber es ist eine wichtige und aus meiner Sicht richtige Maßnahme, die wir dort vorhaben. Meine Damen und Herren, wir werden diese Herausforderungen aber nicht schultern können, wenn wir nur hier in Hessen und in Deutschland sie erfolgreich angehen. Wir müssen sie in ganz Europa angehen. Und dazu gehört zwingend, dass alle Staaten Europas sich zu ihrer humanitären Verpflichtung und Aufnahme der Flüchtlinge bekennen, meine Damen und Herren. Die Vorschläge des Präsidenten der Europäischen Kommission, Jean-Claude Juncker, gehen in die richtige Richtung. Und ich hoffe sehr, zur selben Stunde tagen heute in Brüssel die europäischen Innenminister, dass es denen gelingt, zu einer vernünftigen Lösung zu kommen. Meine Damen und Herren, Europa ist eine Werte- und Schicksalsgemeinschaft und kein Wünsch-dir-was. Und deshalb müssen auch bei besonderen Herausforderungen die europäischen Regeln gelten. Wir müssen uns genauso darauf verlassen können wie andere. Deutschland hat in den zurückliegenden Monaten und Jahren in hohem Maße Solidarität mit anderen Ländern gezeigt. Wenn nun Deutschland oder auch Schweden oder auch Österreich die Solidarität in Europa einfordert, ist das nicht die Flucht vor der Verantwortung, sondern das ist Ausdruck unserer gemeinsamen Wertegemeinschaft eines gemeinsamen Europas, meine Damen und Herren. Machen wir uns dabei keine Illusionen. Wer z. B. die derzeitige politische Diskussion in Polen verfolgt oder in Frankreich,
oder in Großbritannien, um nur einmal die drei Länder zu nennen, der kann Ihnen etwa ermessen, wie weit dieser Weg noch ist. Dort herrscht eine völlig andere Grundstimmung. Und dort ist die Auffassung, dass das unser Problem alleine ist und dass Sie eigentlich der Überzeugung sind, dass das gar nichts mit Ihnen zu tun habe. Das dürfen wir bei dieser Debatte nicht unterschlagen. Und es muss darum gehen, z.B. morgen Abend bei dem europäischen Gipfel in Brüssel der Regierungschefs nicht mit der Axt alle anderen zu beleidigen. Davon halte ich gar nichts. Das wird nur den Widerstand verstärken. Aber die anderen dazu zu gewinnen, hier solidarisch zu sein. Wir brauchen eine kohärente europäische Asylpolitik. Wir brauchen geordnete Verfahren an Europas Grenzen und eine gemeinsame europäische Anstrengung zur Verbesserung der Situation der Flüchtlinge, insbesondere in den Flüchtlingslagern im Nahen und Mittleren Osten. Meine Damen und Herren, ein gemeinsames Europa kann es doch nicht zulassen, dass die Regeln dauerhaft ignoriert werden. Das kann, meine Damen und Herren, das betrifft nicht nur die Geschwindigkeit und die Zahl der Einreisenden, sondern das bedeutet auch, dass doch niemand ernsthaft wollen kann, dass Extremisten oder Kriminelle ins Land kommen. Wenn wir das verhindern wollen, ist eine Registrierung der Flüchtlinge schlicht unerlässlich, und ein geordnetes Verfahren zur Einreise in den Schengen-Raum ist absolut unverzichtbar, meine Damen und Herren. SPD-Fraktion klatscht nicht, aber ich hoffe, wir sind uns trotzdem einig in dieser Frage. Meine Damen und Herren, das Öffnen der Grenzen und Weiterleiten nach Deutschland kann doch nicht die Lösung sein. Deshalb ist die zeitweilige Einführung der Grenzkontrollen durch Deutschland und andere Länder richtig. Meine Damen und Herren, auch darüber müssen wir uns im Klaren sein. Das löst nicht die Probleme. Aber es hilft, zu einem geordneten Verfahren zu kommen. Und es gibt vor allen Dingen Luft unseren Haupt- und vor allen Dingen unseren Ehrenamtlichen zum Durchschnaufen. Und diese Luft brauchen sie. Und deshalb war es richtig, diese Maßnahmen zu ergreifen, meine Damen und Herren. Wir weisen niemanden ab, der Asyl beantragt. Aber wir müssen schon Wert darauf legen, zu wissen, wer überhaupt ins Land kommt. Auch eine entschlossene Bekämpfung der menschenverachtenden kriminellen Schlepperbanden ist unverzichtbar. Auch das gehört dazu. Und, meine Damen und Herren, es kann doch nicht vernünftig sein, die Wanderungsbewegung aus dem Nahen und Mittleren Osten nach Europa ständig weitergehen zu lassen. Deshalb müssen wir möglichst alles tun, damit in der Nähe der Heimat dieser Flüchtlinge es zu erträglichen und menschenwürdigen Verhältnissen kommt. Ich unterstütze deshalb sehr die Vorschläge von Bundesentwicklungsminister Müller, der in vielen Details deutlich gemacht hat, warum eine massive Anstrengung gerade der Europäischen Gemeinschaft, aber auch der internationalen Gemeinschaft, das betrifft alle, inklusive den UNHCR, notwendig ist zu einer massiven Hilfe für die Länder, dort, wo viele Tausend Menschen in den Lagern sind. Und deshalb, meine Damen und Herren, angesichts dieser historischen Dimension der Herausforderung ist jetzt auch nicht mehr der Augenblick, sich an Symbolthemen abzuarbeiten oder den Parteienstreit zu kultivieren. Wer jetzt nicht bereit ist, die vertrauten Muster zu verlassen, der hat beim besten Willen nicht erkannt, was das Gebot der Stunde ist. Meine Damen und Herren, bei aller Anerkennung der unterschiedlichen Rollen von Regierung und Opposition, diese Herausforderung erfordert, dass wir gemeinsam an einem Strang ziehen. Die Landesregierung bietet es ausdrücklich an. Ich habe deshalb in der letzten Woche die Vorsitzende der Landtagsfraktion dieses Hauses eingeladen, um sie über die Situation zu unterrichten und uns gemeinsam auszutauschen, wie wir diese Aufgabe am besten erfüllen können. Ich bedanke mich ausdrücklich bei Frau Wissler und den Kollegen für die konstruktive Atmosphäre dieser Begegnung und die Bereitschaft, gemeinsam Verantwortung zu tragen. Diese gemeinsame Anstrengung soll sich aber nicht nur auf die Fraktionen des Hessischen Landtags beschränken. Ich habe deshalb für den 14. Oktober zu einem Asylkonvent in Hessen eingeladen. Dort wollen wir mit allen wichtigen Akteuren, von der Wirtschaft über die Gewerkschaften, von den Kommunen über die Kirchen, über den Sport bis zu den Ehrenamtsorganisationen, den Organisationen der Migranten zusammenkommen, um über die Situation in Hessen zu sprechen
uns wechselweise auszutauschen, Erfahrungen aufzunehmen und gemeinsam daran zu arbeiten, wie wir erfolgreich diese große Aufgabe erfüllen können. Meine Damen und Herren, verlassen Sie die eingetretenen Pfade. Wir brauchen diese große Zusammenarbeit. Sonst werden wir diese Herausforderung nicht angemessen bewältigen. Deshalb wird dieser Asylkonvent auch keine einmalige Angelegenheit, sondern wir werden vor Weihnachten zum zweiten Mal zusammenkommen. Und ich werde immer dann, wenn die Situation und der Bedarf dieses Instrument nützlich erscheinen lässt, immer wieder zusammenrufen, damit wir uns austauschen und nach den besten Wegen suchen können. Und dabei, meine Damen und Herren, steht im Mittelpunkt die praktische Hilfe, nicht ideologische oder gesellschaftspolitische Auseinandersetzungen. Das kann man an anderer Stelle führen. Und meine Damen und Herren, lassen Sie mich eine abschließende Bemerkung machen. Diese Aufgabe wird uns umso besser gelingen, je mehr wir uns klarmachen, dass auch das Miteinander von uns, der politischen Klasse, und die Art und Weise, wie wir mit dem Thema umgehen, sehr entscheidend dafür ist, ob es uns am Ende gelingt, die Herausforderung erfolgreich zu meistern. Meine Damen und Herren, ich werbe sehr für sorgsamen Umgang miteinander. Die Diskussion um die Flüchtlinge ist zuweilen ein Beispiel nicht für gute, sondern für schlechte Debattenkultur. Häufig werden die üblichen Parolen geschwungen. Derjenige, der sich für die Flüchtlinge und Zuwanderer einsetzt, wird nicht selten gebrandmarkt als realitätsverlorener Gutmensch. Derjenige oder diejenige, die ihre Sorgen äußern, ob diese Entwicklung gestemmt werden kann, wird nicht selten als Populist, als Ausländerfeind oder sogar als Rassist beschimpft. Meine Damen und Herren, es muss uns möglich sein, mit gegenseitigem Respekt auch Interessenkonflikte und die Gründe der Abwägung zu benennen und sorgfältige Entscheidungen zu treffen. Meine Damen und Herren, diese Aufgabe muss ein Anliegen für uns alle sein. Wir müssen sensibel bleiben für die Anliegen der Flüchtlinge. Wir dürfen die Sorgen unserer Bevölkerung nicht ignorieren und müssen die Schwierigkeiten benennen. Wir, die Hessische Landesregierung und die sie tragenden Fraktionen, wollen diese Herausforderung entschlossen anpacken, mit Kraft, mit Mut und mit Zuversicht. Wir wollen diese Zukunft gemeinsam gestalten. Wir wollen unsere humanitäre Verpflichtung erfüllen und unsere Möglichkeiten realistisch einschätzen. Eine Idee, und ist sie noch so toll, wird immer dann schädlich, wenn sie sich von den Realitäten löst und zur Ideologie wird. Eine kluge Verbindung von uns leitender humanistischer Idee und realistischem Pragmatismus ist gefragt. Und deshalb, meine Damen und Herren, ohne Herz und Empathie können wir diese Herausforderung nicht angehen. Ohne kühlen Verstand können wir die Herausforderung aber nicht meistern. Beides, Herz, Empathie und kühler Verstand, leitet unser Handeln, und beides ist die Agenda dieser schwarz-grünen Landesregierung und der sie tragenden Fraktion. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Ministerpräsident. Meine Damen und Herren, bevor ich in die Aussprache eintrete, darf ich zunächst auf der Tribüne
unseren früheren Kollegen und Staatsminister AD Wilhelm Dissel begrüßen. Herzlich willkommen hier im Landtag. Zum Zweiten teile ich Ihnen mit, dass den Oppositionsfraktionen eine zusätzliche Redezeit von 4,5 Minuten zugestanden wird. Und damit kommen wir zur Aussprache. Ich erteile zunächst das Wort dem Vorsitzenden der Fraktion der SPD, Herrn Schäfer-Gümbel. Bitte schön. Die Uhr ist ja toll. Ja, das ist hell geworden. Ja. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Das deutsche Volk bekennt sich darum zu unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechten als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der Gerechtigkeit. So lautet Artikel 1 Absatz 1 und 2 des Grundgesetzes unserer gemeinsamen Verfassung, also die oberste Leitlinie dessen, was der Auftrag an alle staatliche Gewalt ist. Dass Sie es derzeit mit keiner einfachen Aufgabe zu tun haben, dazu hat der Ministerpräsident aus meiner Sicht Richtiges ausgeführt. Die derzeitige Flüchtlingskrise ist für unsere Kommunen, für die Länder, für ganz Europa eine immense Herausforderung. Wir haben es mit einer humanitären Katastrophe zu tun, wie sie Europa seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr erlebt hat. Aylan Kurdi, der dreijährige syrische Junge, der vor Griechenland ertrunken ist. Und die Bilder von Aylan Kurdi sind vielen von Ihnen sicherlich im Bewusstsein, hat dem Massensterben an den europäischen Grenzen Gesicht und Namen gegeben. Er ist einer der Menschen, die in Artikel 1 des Grundgesetzes gemeint sind. Verpflichtung und Auftrag aller staatlichen Ebenen ist es deshalb, den geflüchteten Menschen in Not zu helfen. Deswegen sind die Entscheidungen der letzten Wochen und Monate richtig und notwendig gewesen. Und es ist unsere vorrangigste Aufgabe in dieser Situation, diesen Menschen ein Dach über dem Kopf, ein Bett, Kleidung und Ernährung zu geben, als allererste Hilfe. Deswegen will ich mich ausdrücklich anschließen an den Dank des Ministerpräsidenten, so wie das viele von uns in diesen Tagen tun, an die Ehrenamtlichen, vor allem und vorrangig an die Ehrenamtlichen, aber auch die hauptamtlichen Helferinnen und Helfer, die faktisch in diesen Wochen und Monaten das Rückgrat der Flüchtlingsarbeit sind. Sie haben in den vergangenen Wochen Deutschland ein freundliches, ein warmherziges Gesicht gegeben, die bis in den letzten Winkel der Welt Botschafter für ein Deutschland gewesen sind, das mitfühlt und das hilft. Man kann das nicht deutlich genug sagen. Auch ich war in den letzten Wochen immer wieder in Einrichtungen. Zu sehen, wie Ehrenamtliche, die nicht sozusagen ansonsten auf der Couch liegen zu Hause und Fernsehen gucken, sondern die einem Beruf nachgehen, die Familien organisieren, die ihrer Tätigkeit nachgehen, sich Tage und Nächte dafür engagieren, dass Menschen, die mit nichts kommen, schlicht und einfach aufnehmen, ihnen ein bisschen auch das Gefühl geben, und es ist ihnen auch ein Anliegen, dass sie herzlich angenommen sind, dass sie endlich einen Schutzort gefunden haben nach der Tortur, die sie hinter sich haben, und am nächsten oder übernächsten Tag wieder ihrer Arbeit nachgehen und sich nicht scheuen, unmittelbar danach wieder in einen ehrenamtlichen Einsatz zu geben. Das ist eine Bereitschaft, das ist ein Engagement, eine Unterstützung von ehrenamtlichen Helfern, die so beispielhaft für die Hilfsbereitschaft unseres Landes ist, dass man mit Fug und Recht behaupten kann, das ist überwältigend, was dort passiert. Deswegen haben Sie auch ein Recht darauf, dass die Politik nun gute Antworten auf die Fragen, die auch Sie stellen, geben. Ich will Ihnen, Herr Ministerpräsident, ausdrücklich danken für Ihre sehr klaren, uneingeschränkten Worte zur Bekämpfung von Hass, Rassismus
und Gewaltaktionen Rechtsextremer gegen Flüchtlingsunterkünfte und geflüchtete Menschen. Das dulden wir weder in Hessen noch anderswo, und es muss an allen Stellen mit Konsequenz verfolgt werden. Ich will das klar sagen, an dieser Stelle sind wir beieinander, und Zustände, wie sie in Sachsen stattgefunden haben, sind aus meiner festen Überzeugung, auch weil es hier einen klaren politischen Willen gibt, nicht vorstellbar. Ich will aber auch sagen, und das wird Ihnen nicht anders gehen, und Sie haben es angesprochen, dass Bürgerinnen und Bürger unseres Landes zunehmend auch mit Fragen, Sorgen, Unsicherheiten kommen und fragen, wie wird das denn weitergehen? Wie viele Hilfesuchende werden noch kommen? Wie können wir das stemmen? Schaffen wir das? Was macht diese Krise, diese humanitäre Katastrophe mit unserem Land? Und was wird sich dadurch auch verändern? Und ich sage sehr klar, es ist keine Schande, sich und anderen diese Frage zu stellen. Es wäre aber eine Schande, wenn die Antwort darauf Ablehnung und Ausgrenzung von Hilfesuchenden wäre. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat recht, wenn sie vor wenigen Tagen sagt, ich zitiere, ich muss ehrlich sagen, wenn wir jetzt noch anfangen, uns zu entschuldigen zu müssen dafür, dass wir in Notsituationen ein freundliches Gesicht zeigen, dann ist das nicht mehr mein Land. Recht hat die Kanzlerin, auch mit Blick auf Stimmen anderer aus der Berliner Koalition, insbesondere aus dem Großraum München. Damit aus einer großen Herausforderung eine Chance wird, damit das Gemeinwesen, also wir alle zusammen, nicht nur wir als Parlament, sondern insgesamt die Gesellschaft, von Zuwanderung profitieren können, müssen alle Anstrengungen auf die Integration gelegen. Auch dazu hat der Ministerpräsident etwas gesagt, dass die eigentliche Aufgabe nach der Erstaufnahme erst kommt. Die Fehler der 60er und 70er Jahre müssen aus meiner Sicht deswegen zwingend verhindert werden müssen. Und dazu gehört eben auch, und das ist der wichtigste Satz meiner Erklärung am heutigen Tage, dass verschiedene Gruppen bei dieser anstehenden Aufgabe nicht gegeneinander ausgespielt werden. Die auch anstehende Integrationsaufgabe werden wir nur dann erfolgreich bestreiten, auch mit Blick auf Fragen, Sorgen und Unsicherheiten, wenn nicht die jetzige Lage dazu genutzt wird, Gruppen, andere Gruppen, die auch Anspruch auf Unterstützung haben, gegeneinander auszuspielen. Das gilt für Fragen des Arbeitsmarktes und der Arbeitsmarktförderung. Das gilt für Fragen der Bildung. Und ich will dabei ausdrücklich anerkennen, Herr Ministerpräsident, dass mehr passiert ist zu diesem Schuljahr. Wir wissen aber auch, es wäre gar nicht anders gegangen. Es musste ja etwas passieren. Und ich sehe sehr wohl die Öffnung am heutigen Tage in Ihrer Erklärung, dass da noch mehr passieren kann. Mit Blick auf die Zahlen wird das auch notwendig sein. Sie sprechen von 6.000 Plätzen, die eingerichtet wurden. Und wir wissen bei dem, was wir an Zahlen aus den Flüchtlingssituationen auch der letzten Jahre haben, dass wir mit etwa 25 bis 30% Kinder rechnen müssen, die da mitkommen, die Beschulungsansprüche haben. Vom Kindergarten noch gar nicht geredet. Wir werden uns übrigens auch mit einer anderen Frage beschäftigen müssen. Ich halte es nach wie vor für abwegig, dass die Berufsschulpflicht bei 18 Jahren endet bzw. die Chance, dass Jugendliche dort in Berufsschulen beschult werden können. Ich glaube, dass wir dort dringend eine Öffnung brauchen, weil die berufliche Bildung einer der wesentlichen Faktoren bei der Integration in der Zukunft ist. Das gilt im Übrigen dann auch für das Thema Wohnen. Das will ich ein bisschen konkreter machen, weil es so schön plastisch ist. Wir haben hier in der Landeshauptstadt Wiesbaden einen Bedarf von 4.000 Wohneinheiten vor der Flüchtlingskrise. Vorher, nicht deswegen. Es kommt jetzt ein neuer Bedarf dazu in der Größenordnung von etwa 2.000 Wohneinheiten in den nächsten Jahren. Und wenn ich über die nächsten Jahre rede, rede ich nicht über 5 bis 10. Ich rede über 2 bis 3. Ich rede über ganz andere Dimensionen.
Der Wohnungsbedarf in Hessen wurde vor der Flüchtlingskrise mit 40.000 Wohneinheiten prognostiziert durch die Institute, die auch vom Land dazu beauftragt sind. Deswegen werden wir aufpassen müssen, dass die wohnungspolitischen Anstrengungen – ich habe das natürlich in Ihrem Kommunalinvestitionsprogramm gesehen – dass am Ende wahrscheinlich eine Größenordnung von 2.500 bis 3.500 Wohneinheiten stemmen kann, dass alles nicht ausreichen wird. Wir werden da richtig etwas obendrauf legen müssen. Und jetzt habe ich noch nicht über die Frage geredet, wo ist das Land, wo sind die Bebauungspläne, dass das alles zügig geht. Das ist die Kraftanstrengung, wo ich ausdrücklich – bitte schön, wenn ich Ihnen behilflich sein kann, gerne – das ist der Punkt, wo ich fest davon überzeugt bin, dass wir in der Tat pragmatische Lösungen brauchen, die uns von eingefahrenen Wegen wegführen müssen. Und da sage ich Ihnen noch einmal, so wie ich es Ihnen in vielen Gesprächen der letzten Wochen gesagt habe, da sehen wir unsere Verantwortung auch als größte Oppositionsfraktion ganz dezidiert. Da sind wir dabei, wenn es darum geht, solche Wege zu gehen. Aber die Überschrift über all diesen Lösungen ist, wir werden nicht zulassen, dass angesichts dieser großen gesellschaftlichen Aufgabe Gruppen gegeneinander ausgespielt werden, sonst versündigen wir uns am sozialen Zusammenhalt. Ich will auch klar sagen, Herr Ministerpräsident, die aktuelle Entwicklung der letzten Tage und Wochen haben rasches Handeln der verantwortlichen Stellen notwendig gemacht, was zum Teil auch zu unkoordinierten und fehlerhaften Vorgehensweisen geführt hat. Und ich will ausdrücklich sagen, das kann man den aktuell Handelnden nur bedingt zum Vorwurf machen angesichts an der Situation, in der wir sind. Das sage ich ausdrücklich, und damit, glaube ich, heben wir uns auch von anderen Oppositionen in großen anderen benachbarten Bundesländern ab, dass wir das ausdrücklich anerkennen, dass das eine Megaaufgabe ist, die das Ministerien, die Landesregierung fordert. Zum RP werde ich später noch einmal ein paar Bemerkungen machen und vieles andere mehr. Und trotzdem müssen wir auch in dieser Situation, und deswegen war es gut, dass wir in erster kleiner Runde zusammensaßen, da werden sicherlich die eine oder andere Runde noch folgen, auch verabredet haben, dass Mängel und Probleme klar benannt werden müssen. Und ich will zumindest eins heute schon einmal oder zwei kurz ansprechen, insbesondere in Richtung des Innenministers. Es ist schon ein Problem, wenn mit Blick auf die Katastrophenschutzbefehle die Kommunen angewiesen werden, Notunterkünfte zu organisieren, und zwar immer nach den gesetzlichen Vorgaben des Hessischen Brandschutz- und Katastrophenschutzgesetzes, aber da eben auch die klare Kostenfolge geregelt ist, die nämlich sagt, in solchen Fällen zahlt ausschließlich die Kommune. Ich habe Ihre Interviews vernommen, dass Sie sagen, nein, nein, das macht das Land. Und ich weiß, dass es auch andere Interventionen dazu gab. Aber ich will deutlich sagen, alleine ein Interview oder ein Telefonat werden aus meiner Sicht eine gesetzliche Grundlage nicht infrage stellen können. Dazu brauchen wir eine klare Verabredung. Und auch das, glaube ich, wäre ein Punkt gewesen, dann hätte man heute beispielsweise hier sehr klar sagen können, dass das ernst gemeint ist, dass die Kostenübernahme durch das Land in solchen Situationen erfolgt, genauso wie die Kommunalaufsicht sehr flexibel damit umgeht, dass insbesondere in Kommunen – und davon sind ja im Moment ziemlich viele betroffen – die Schutzschirmkommunen sind mit Blick auf die Haushaltssituation, dass die erheblichen und drastischen Mehraufwendungen für Flüchtlingsunterbringung nicht an anderer Stelle reingeholt werden müssen, was objektiv schon gar nicht geht, aber eben am Ende auch wieder eine Gefahr wird für das Thema, was ich angesprochen habe, dass nämlich verschiedene Gruppen am Ende nicht gegeneinander ausgespielt werden dürfen. Da muss dringend Klarheit seitens des Innenministeriums, und zwar in einer Art und Weise, dass sich Kommunen am Ende auch darauf verlassen können. Um die derzeit anstehenden Herausforderungen zu meistern, müssen alle politischen Verantwortlichen ihre dringlichen Aufgaben mit Professionalität und Entschlossenheit angehen. Auch da sind wir sehr beieinander, auch was die Frage von Prioritätensetzungen angeht. Die Bundeskanzlerin hat auch an dieser Stelle ausdrücklich meine Zustimmung, wenn sie sagt, ich zitiere erneut, das Motiv, mit dem wir an diese Dinge herangehen, muss sein, wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das, und wo uns etwas im Wege steht, muss es überwunden werden. Ich finde, recht hat sie.
Ich hätte mir allerdings gewünscht, Herr Bouffier, das will ich dann an der Stelle schon sagen, dass genau in diesem Sinne es ein bisschen mehr Klarheit Konkretes gegeben hätte zu dem, was jetzt passiert, außer nur auf der Metaebene zu beschreiben, was notwendig ist. Es ist heute eine Riesenchance und wäre eine Riesenchance, genau zu unterstreichen, um was es dabei konkret geht. Sie hätten aus meiner Sicht Stellung beziehen müssen zu den aktuellen Konfliktfragen, beispielsweise zur Frage, wie geht diese Landesregierung mit den Veränderungen auf der Bundesebene, die diskutiert werden, zum Thema beispielsweise der sogenannten sicheren Herkunftsstaaten um. Wie ist die Positionierung Ihrer Regierung? Sie hätten aber auch klar sagen müssen, was das bei Kindergärten, Schule, Arbeit, Wohnen und Sicherheit heißt. Da hätte es heute aus meiner Sicht, wenn Sie schon eine Regierungserklärung machen, weil Sie ja nicht Regierungssprecher sind, sondern Sie sind Regierungschef, auch einmal eine Ansage geben müssen, wo Sie denn hingehen müssen. Weil am Ende ist eines doch klar, Herr Bouffier. Haltung entsteht nicht nur auf der Ebene von Metasätzen, sondern am Ende immer über das konkrete Handeln. Sie haben gesagt, genauso wie die Kanzlerin, dass Sie keinen parteipolitischen Zirkus wollen. Aber ich will das auch sagen, da sehe ich bei Ihnen, das habe ich Ihnen schon gesagt, dass bloße Versprechungen und ein oder zwei Presseterminen diese Herausforderung und die Dimension der Herausforderung nicht lösen können. Das, was Merkel gesagt hat, war richtig und wichtig, insbesondere in den Ausführungen, dass große Teile der deutschen Politik das Flüchtlingsproblem viel zu lange nicht sehen wollten. Ich will allerdings auch nicht verhehlen, dass Angela Merkel Teil davon war. Den allergrößten Teil der Flüchtlinge hatten nämlich viele Jahre die Länder an den europäischen Grenzen, insbesondere Italien und Griechenland. Und das Dublin-System, das zu häufig in bestimmten Kreisen kritisiert wurde, wird erst seit dem Zeitpunkt ein Problem für die deutsche Sicht, seitdem Flüchtlinge aus solchen Ländern wegen der Implosion des Systems in Deutschland ankommen. Solange die Flüchtlinge in Griechenland und Italien waren, solange die Leute vor Lampedusa ertrunken sind, war sozusagen hier ein abstraktes Thema, kein konkretes, und niemand hat da nach europäischer Solidarität so intensiv gerufen. Deswegen muss man ein bisschen vorsichtig sein. Ich teile ausdrücklich Ihre Bemerkungen zur Frage der Haltung in den europäischen Gesprächen, mit welcher Grundhaltung man in solche Gespräche geht. Es ist ein gutes Stück weit verlogen, Dublin zu kritisieren, in dem Moment, wo man selber sich mit der Herausforderung konfrontiert sieht, während es vorher, solange Dublin dafür gesorgt hat, dass die Flüchtlinge möglichst weit weg waren von den europäischen Kernländern, man sich im Kern darum nicht geschert hat. Und das ist ein Zustand, der ist nicht akzeptabel. Natürlich ist es auch unter den aktuellen und akuten Umständen geboten, mit vereinten Kräften nach möglichst schnellen, nachhaltigen Lösungen zu suchen. Im Mittelpunkt muss jedoch immer das Streben danach sein, einerseits den Menschen, die unter lebensbedrohlichen Bedingungen zu uns geflohen sind, einen sicheren Hafen zu bieten, und andererseits die Sorgen und Ängste unserer eigenen Bevölkerung ernst zu nehmen. In diesem Spannungsverhältnis darf es keinen Platz geben für parteipolitisches Geplänkel. Da bin ich ganz bei Ihnen. Wir werden auch nicht umhinkommen, mutige und mitunter unbequeme Entscheidungen zu treffen. Tatkraft und Besonnenheit sind dabei nicht ausgeschlossen. Ich will einige Bemerkungen, da Sie auch einige dazu gemacht haben, zu den verschiedenen Ebenen machen, um unseren Standpunkt in der Flüchtlingsfrage klarzumachen. Ja, wir sind beieinander, wenn es darum geht, dass wir auch in Europa ein gerechteres System der Flüchtlingsverteilung brauchen. Immer unter Beachtung dessen, was ich eben zur Dublin-Verordnung und auch der Verlogenheit auch der deutschen Debatte in den letzten Jahren dazu gesagt habe. Und wir müssen aufpassen, dass nach einer Diskussion eines Europas der zwei Geschwindigkeiten wir nicht in diesen Tagen und Stunden ein Europa der unterschiedlichen Werteorientierung bekommen, was den Umgang mit Flüchtlingen angeht. Wir brauchen ganz sicherlich ein einheitliches Vorgehen an den EU-Außengrenzen, das isoliertes Abschotten gegenüber geflüchteten Menschen nicht zulässt. Und ich will Ihnen sagen, das ist etwas, was mir die Zornesröte ins Gesicht treibt. Wir brauchen mehr humanitäre Hilfe für Flüchtlingslager.
Deutschland hat in diesem Jahr 139 Millionen € an das UNHCR überwiesen. Damit finanziert Deutschland etwa 4% der Aufwendungen der weltweiten Flüchtlingshilfe für das UNHCR. Genauso viel wie Schweden. Genauso viel wie Schweden, aber prozentual 2% weniger als Großbritannien. Der größte Finanzier ist übrigens die Vereinigten Staaten mit 39%. Und jetzt will ich Ihnen erzählen, was in den letzten Tagen passiert. Im Libanon und in Jordanien mussten im September 2015, jetzt, 360.000 Flüchtlinge aus der Unterstützung genommen werden. In Syrien wurden die Notrationen für 4 Millionen Menschen um ein Viertel in diesem Monat gesenkt. Die Gutscheine für die Versorgung wurden von 27 Dollar pro Monat und Kopf auf 13,50 Dollar pro Monat und Kopf in den Flüchtlingslagern gesenkt. Sie wurden deswegen gesenkt, weil die westliche Welt, Europa, die Vereinigten Staaten, aber auch die Golfstaaten nicht bereit waren, das UN-Flüchtlingshilfswerk adäquat zu finanzieren. Und ich kann es niemandem verübeln, dass er vor die Situation gestellt, ob er mit seiner Familie in Syrien, im Libanon, in Jordanien, in den Flüchtlingslagern verhungert oder sich auf einen brandgefährlichen Weg macht, um Zuflucht und Schutz in Europa zu finden, sich auf diesen Weg macht. Es ist ein Skandal, was sich dort die westliche Welt erlaubt. Die gerechte Verteilung hat aber auch noch eine andere Dimension. Ich sage einmal, mit Blick auf die langfristigen Wirkungen und Ursachen darf man auch darüber nicht hinwegschauen. Nach einer Studie des World Institute for Development Economic Research, das ist die Universität der Vereinten Nationen, wurde jüngst erfasst, dass 90% des weltweiten Vermögens auf die Staaten Nordamerikas, Europas, Japans und Australiens verteilt sind. Nach einer zweiten aktuellen Studie, die vor wenigen Wochen veröffentlicht wurde, kommt auf jeden Euro, den die westliche Welt in den Ländern der südlichen Welt investiert, 2 Euro Gewinn. Die Nettokapitalflüsse gehen alle aus diesen Regionen ab. Die einzigen, die sozusagen dort profitieren von den wirtschaftlichen Entwicklungen, von der Ressourcenentwicklung, sind die Staaten der westlichen Welt. Und deswegen haben Sie eine besondere Verantwortung, auch in einer globalen Verteilungspolitik, dafür zu sorgen, dass endlich Arbeit, soziale Sicherheit und Wohlstand in Ländern entstehen kann, die in den letzten Jahrzehnten ausschließlich Gegenstand ökonomischer Ausbeutung waren und von sonst gar nichts. Diese Dimension muss in diese Debatte eingeführt werden, weil es ist die Zentrale, um Fluchtursachen zu bekämpfen. Und dazu gäbe es noch viele weitere Dimensionen aufzuschreiben. Ich will es aber an der Stelle kurz machen. Ich will es nur klar sagen. Wer glaubt, dass es nur mit der Überweisung von ein paar mehr Millionen Euro für Flüchtlingslager getan ist, der irrt. Wir brauchen am Ende Chancen für Arbeit, Wohlstand und soziale Sicherheit in diesen Ländern. Das gilt übrigens nicht nur für Afrika und für Zentralasien. Das gilt auch für den Balkan. Auch das ist eine europäische Aufgabe. Damit will ich einige Bemerkungen zur Frage der Bundesebene machen. Ich will das offen sagen. Ich halte es für notwendig, dass wir im Kern unsere Zuwanderungs- und Flüchtlingspolitik auf drei Titeln aufbauen. Erstens das Grundrecht auf Asyl, so wie wir es kennen. Und ich will das für uns klar sagen. Es wird mit uns keine Asylrechtsänderung geben. Der Artikel 16a Grundgesetz wird mit uns nicht angepasst. Wir brauchen. Wie bitte? Das stimmt nicht. Es gab zwei Erklärungen aus Bayern, die ausdrücklich an die Frage Artikel 16a wollten. Und das sage ich schon mit Blick auf die Union, weil es gibt einen Teil, der muss sich zu dieser Frage irgendwann einmal klar verhalten, weil bisher hat er nichts dazu gesagt. Aber wir sind uns einig. Zweitens, auch mit Blick auf die derzeitige Situation und die Belastung in der Verwaltung, der Ministerpräsident hat dazu auch ein paar Bemerkungen gemacht, glauben wir, dass es notwendig ist, einen humanitären
Aufenthaltstitel zu schaffen, der von Bürokratie entlastet ist und schlicht und einfach sagt, dass Menschen, die aus solchen Bürgerkriegssituationen wie Syrien kommen, dass sie hier einen humanitären Aufenthaltstitel bekommen, ohne durch solche Verfahren geschleust zu werden. Das wird nicht nur die Verfahren entlasten, sondern es wird am Ende auch schneller klare Perspektiven geben für diejenigen, die gerade nachvollziehbar kommen. Und das ist, glaube ich, aus meiner Sicht auch unter dem Stichwort der Entbürokratisierung ein ganz wesentlicher Punkt. Und der dritte Teil ist in der Tat das, was wir Einwanderungsgesetz nennen, das wir Einwanderungs- und Zuwanderungsgesetz nennen, das wir in der Großen Koalition so nicht nennen dürfen, aber das jetzt faktisch in der Tat über die Arbeitsverordnung für insbesondere den Westbalkan jetzt kommt. Und ich bin froh, Herr Ministerpräsident, dass Sie dazu klar Wort gefunden haben, dass das richtig und notwendig ist, weil die Menschen auch aus dem Balkan, um die es ja gerade in dieser Debatte in diesen Tagen besonders geht, aufgrund der sozialen und wirtschaftlichen Situation, in Teilen auch wegen der politischen Verhältnisse, fliehen und eine andere Perspektive für ihre Familien suchen. Und ich vermute mal, dass der größte Teil hier im Raum übrigens für seine Familien genau dasselbe versuchen würde, wenn man in vergleichbaren Situationen wäre. Und deswegen ist es richtig, hier ausdrücklich eine Öffnung zu nehmen. Wir werden darüber hinaus aber auch zu klären haben, Beschleunigung der Verwaltungsverfahren. Sie haben ausdrücklich etwas zum Thema BAMF gesagt. Ich werde an einer anderen Stelle gleich noch einen weiteren Punkt machen. Und wir werden ganz sicherlich auch mit dem Bund sehr hart und einschlägig über die Frage der dauerhaften und vor allem dynamischen Mitfinanzierung und strukturellen Finanzierung der Flüchtlingsfrage zu diskutieren haben. Die Große Koalition hat in der Tat ein paar Verabredungen getroffen, die in die richtige Richtung gehen. Aber ich bin zuversichtlich, dass da nicht nur etwas obendrauf kommt. Wenn es uns gelingt, Herr Bouffier, dann muss ich Sie ein bisschen mit in die Pflicht nehmen, weil wir beide wissen, dass derjenige, der sozusagen im Moment am engsten die Hosen anhat in der Frage, der Bundesfinanzminister ist, dass es am Ende Ihnen und uns gemeinsam an all den Stellen, an denen wir haben, gelingt, den Bundesfinanzminister dazu zu bringen, die Schatulle aufzumachen und der finanzpolitischen Verantwortung für die Handlungsfähigkeit in Kommunen, Ländern und Bund angemessen nachzukommen. Ohne langfristig, strukturell und dynamisch wird es nicht gehen. Mit Blick auf aktuelle Debatten will ich allerdings auch bemerken, dass das, was der Bundesinnenminister offensichtlich am Referentenentwurf am Rande des Wochenendes sozusagen versucht hat durchzustechen, um mal den einen oder anderen Punkt zu machen in Sachen Leistungskürzungen im Rahmen des Asylbewerberleistungsgesetzes, für uns nicht zustimmungsfähig ist. Nicht zustimmungsfähig. Und ich will das mit Freude sagen. Ich höre ja, dass der größere Teil schon wieder vom Tisch ist. Aber ich will klar sagen, dass wir da noch ein paar Diskussionen zu führen haben, genauso wie in der Frage auch der sogenannten sicheren Herkunftsstaaten. Und in beiden Punkten hätte ich gerne gewusst, was eigentlich die Position der Landesregierung dazu ist, weil auch dazu haben Sie heute nichts gesagt. Ich will dann noch ein paar wenige Bemerkungen auch zur Landessituation machen. Wir haben darüber geredet an verschiedenen Stellen. Ich will klar sagen, das Land ist in der Pflicht, die Erstaufnahme zu gewährleisten, und sie muss es vor allem in festen Quartieren tun. Dass 80 Standorte seit Wochen geprüft werden, ist schön, aber wir erwarten uns auch eine beschleunigte Entscheidung, weil am Ende Zelte keine Lösung sein können. Da bin ich sehr bei Ihnen, aber wir erwarten auch, dass die dortigen Entscheidungen beschleunigt werden, im Übrigen auch mit Blick auf die Verteilung der Flüchtlinge im Land, wo wir uns schon feststellen müssen, dass die größte Mehrzahl der Flüchtlingsunterbringungen in Nord- und Mittelhessen in kleineren Gemeinden stattfindet, in denen es sozusagen besondere Herausforderungen noch einmal stellt. Wir haben das an der Frage Sicherheit diskutiert, wir haben es an anderen Themen diskutiert. Und deswegen muss diese Frage mit größerem Engagement angegangen werden. Und ich zähle hier ausdrücklich nicht die Krümel. Ich habe das vorhin klar gesagt, wir werden das nicht machen. Aber ich glaube, dass da eine Aufgabe ist, die man mit etwas mehr Nachdruck aufnehmen kann. Ich will auch damit sagen und ausführen, dass die dauerhafte Finanzierung der Kommunen, das haben Sie angekündigt, dass das bis Ende des Jahres geklärt sein soll, sichergestellt werden muss. Es ist ein klares Versprechen auch im Rahmen der Verhandlungen zum Kommunalen Finanzausgleich gewesen. Die Kommunen brauchen Klarheit und Planungssicherheit, damit sie auch mit den Mehrausgaben umgehen können. Und vor allem brauchen auch die Orte, an denen Erstaufnahmeeinrichtungen sind, größere Unterstützung.
Wir werden aber gleichzeitig als Land aus meiner Sicht drei große Aufgaben lösen müssen. An erster Stelle, das ist das Bildungsthema. Dazu habe ich eine erste Bemerkung gemacht. Ich will allerdings darauf hinweisen, dass unter anderem die GEW darauf hingewiesen hat, und ich habe ja ähnliche Zahlen schon einmal an anderer Stelle formuliert, es gibt auch andere Hinweise aus anderen Bundesländern, dass wir ohne mehr Stellen in der Schule über das hinaus, was Sie jetzt verkündet haben, nicht auskommen werden. Und wer glaubt, da bin ich wieder bei dem Grundsatz, keine Gruppen gegeneinander auszuspielen, wer glaubt, dass das alles nur aus Umschichtungen und der Rückholung von Pensionären geht, der irrt aus meiner Sicht. Wir werden nennenswert zusätzliche Stellen brauchen. Ob das am Ende 500 sind, ob das 300 sind oder ob das 700 sind, das können wir gerne in den Haushaltsplanberatungen diskutieren. Das bieten wir auch ausdrücklich an. Da werden wir sozusagen auch nicht die Vorbehalte aller möglichen Art nach dem Motto, Sie schmeißen das Geld jetzt mit vollen Händen raus. Wenn wir in dieser Frage scheitern und Fehler machen, wird uns das ohnehin viel teurer ankommen. Deswegen sage ich Ihnen, seien Sie da mutig bei den richtigen Entscheidungen. Zweiter Punkt. Das gilt auch für den zweiten Flaschenhals, auf den wir in den Verfahren zusteuern, nämlich die Verwaltungsgerichte. Auch dazu wird es klare Ansagen geben müssen. Das ist ein schwerfälliges Feld. Das wissen wir sehr wohl. Aber auch deswegen muss man jetzt klare Entscheidungen treffen. Und auch das wird nicht alleine über Stellenverlagerungen gehen. Und das gilt im Übrigen dann auch für die Polizei. Und da erlaube ich mir allerdings dann doch noch einmal eine kleine politische Nebenbemerkung. Weil der Ministerpräsident nämlich aus meiner Sicht völlig zu Recht darauf hingewiesen hat, dass wir aufpassen müssen in dieser Debatte, mit welcher Sprache, mit welchen Schlagzeilen, subtilen Texten wir arbeiten. Die Überlastung der hessischen Polizei ist nicht das Ergebnis der Flüchtlingssituation. €3,5 Millionen Überstunden vor Flüchtlingskrise. Im Durchschnitt, wenn ich das richtig weiß, der Innenminister kann es ja bestätigen, ich höre, dass da aktuelle Zahlen über Krankheitsstände bei Ihnen im Ministerium dieser Tage eingegangen sind, im Durchschnitt in Hessen etwa Ende 20, Anfang 30 durchschnittliche Krankheitstage in der hessischen Polizei pro Jahr. Sie rekrutieren in diesen Tagen pensionierte Beamte und Beamte, das ist richtig, aber gleichzeitig setzen Sie Ihr Stellenstreichungsprogramm fest. Deswegen sage ich Ihnen mit Blick auch auf die Hinweise, die Ihnen die GdP und andere gegeben hat, was die Frage der Entlastungsnotwendigkeit, der Unterstützungsnotwendigkeit und viele andere Themen der Fall ist, auch dort werden Sie nicht umhinkommen, einen kräftigen Schluck aus der Pulle zu nehmen, um die Entlastung in der Polizei zu organisieren. Ob das am Ende die 1.000 Stellen sind, die die GdP ins Gespräch gebracht haben, oder ob das weniger sind, das werden wir in den Haushaltsplanberatungen sehen. Aber ich glaube schon, unterhalb der Ausbildung eines zusätzlichen kompletten Jahrgangs von 500 Beamtinnen und Beamten werden wir aus der Veranstaltung nicht herauskommen, wenn die Polizei dauerhaft entlastet werden soll. Ich mache es mir dabei nicht einfach, Herr Ministerpräsident, indem ich sage nach dem Motto, es kommt schon irgendwie, sondern wir werden das am Ende irgendwie klären. Ich sage das deswegen, weil ich weiß, dass es einzelne Abgeordnete gibt aus diesem Haus, die vor Ort rumrennen und erklären, die Belastung käme jetzt von den Flüchtlingen, oder die aber an anderer Stelle Hallen, Sporthallen besichtigen, um zu erklären, man müsse ja mal gucken, ob da Flüchtlinge untergebracht werden können, und dann gleichzeitig den Verantwortlichen des Vereins erklärt, dass man aber alles dafür tun wird, dass hier niemals Flüchtlinge hinkommen. Und dabei habe ich noch nicht über Herrn Irmer oder Frau Steinbach geredet oder andere. Ich will das nur deswegen sagen, weil wir im kleinen Kreis klar verabredet haben, wenn es solche Ereignisse gibt, werden wir die miteinander besprechen. Aber wir werden sehr genau darauf achten, welche subtilen Texte und Botschaften in den nächsten Wochen und Monaten gestreut werden. Das erwarte ich übrigens auch umgekehrt. Damit das klar ist, gibt es kein unterschiedliches Maß. Das gilt aber sozusagen nicht nur im Verhältnis zu den großen Volksparteien, sondern es gilt auch zu anderen. Wenn ich sozusagen so Schlagzeilen wie heute aus Offenbach noch häufiger lese, dann werde ich mich in der Tat mit der Frage mal öffentlich beschäftigen, warum es eigentlich möglich ist, dass der konservative Regierungspräsident in Mittelhessen, Herr Wittek, wirklich hoch engagiert mit seinem Laden, wirklich rund um die Uhr arbeitet. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im einfachen Dienst, im mittleren Dienst rund um die Uhr arbeiten, dass die Aufgaben erledigt werden, werden andere doch ein bisschen beschaulich zuschauen, was da passiert. Ich sage mal, die Gesamteinstellung kann da schon noch ein bisschen stärker werden. Deswegen mahne ich uns alle, das mit der Parteipolitik ernst zu nehmen. Aber dann heißt das eben auch, dass subtile Botschaften zu unterlassen bleiben. Ansonsten wird das nämlich nichts mit der Zusammenarbeit.
Mit Blick auf die Zeit will ich jetzt einen Teil weglassen und komme zum Schluss. Ich habe am Anfang über Aylan Kurdi gesprochen. Ich hätte auch über die 70 Toten in einem Fleischlaster in Österreich reden können oder über Tausende Tote im Mittelmeer. Ich hätte aber heute auch ausführlicher reden können über die persönlichen Begegnungen in den Flüchtlingseinrichtungen der letzten Tage, in denen in der Tat viele Menschen mit Dankbarkeit und mit viel Hoffnung darauf setzen, dass wir diese Aufgabe hinkriegen und das als große Chance stehen. Aber ich will am Ende sagen, noch einmal wiederholen, um klarzumachen, um was es geht. Wir haben es mit einer humanitären Katastrophe zu tun, die uns als Menschen, als Gesellschaft fordert und deren Lösung in ihrer Art und Weise darüber entscheidet, wer wir sind und wie es in den nächsten 25, 50 Jahren in der Welt aussehen soll. Diese Krise birgt sehr viele Herausforderungen. Sie ist eine Kraftprobe für unsere Gesellschaft, für ein vereintes und friedliches Europa, in das wir und viele vor uns so viel Kraft und Energie investiert haben und um dessen Erhalt und Stabilität wir immer wieder aufs Neue ringen müssen. Sie ist aber auch eine Chance. Nach wie vor verschließen wir viele zu häufig die Augen und Ohren angesichts der großen Armut in einer so hochtechnologisierten und fortschrittlichen Welt, immer noch exorbitant verbreitet ist. Wir lassen Diktatoren und Tyrannen viel zu lange gewähren, diese humanitäre Katastrophe, die jetzt Teil unseres eigenen Lebenswirklichkeit geworden ist, sollte uns endlich ein Weckruf sein. Es kann und darf nicht so weitergehen. Herzlichen Dank. Danke, Herr Schäfer-Gümbel. Für BÜNDNIS 90 die GRÜNEN erteile ich Ihrem Vorsitzenden, Herrn Wagner, das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Flüchtlingskrise ist eine Herausforderung für Deutschland, ist eine Herausforderung für Hessen. Aber sie ist vor allem, und das sollten wir nicht aus dem Blick verlieren, eine Herausforderung für die Flüchtlinge, die ihre Länder verlassen müssen. Deshalb möchte ich zu Beginn meiner Rede stellen, wie ist die Situation in den Ländern, aus denen die Menschen fliehen? Wovor fliehen die Menschen? Schauen wir nach Syrien, was im Jahr 2011 hoffnungsvoll als arabischer Frühling begann, ist brutal niedergeschlagen. Es sind Massenexekutionen in Syrien. Es wird davon ausgegangen, dass Giftgas zum Einsatz in Syrien kommt. Und hier hält sich ein barbarisches Regime an der Macht im Kampf gegen die eigene Bevölkerung. Das ist die Situation, vor der mittlerweile 11 Millionen Menschen, die Hälfte der Bevölkerung Syriens, auf der Flucht sind. 7 Millionen davon innerhalb ihres Landes, 4 Millionen haben das Land verlassen, weil sie vor diesen barbarischen Zuständen, vor dem Terror von IS, vor dem eigenen Regime fliehen. Das sollten wir uns immer vergegenwärtigen, über welche Schicksale wir in dieser Situation reden. Es kommen viele Menschen aus dem Irak zu uns, ein Land, das faktisch keine staatliche Ordnung mehr hat, ein Land, in dem Rebellen gegeneinander kämpfen, ein Land, in dem auch die Terrorgruppe IS aktiv sind, ein Land, in dem seit dem Ende des letzten Irakkrieges Hunderttausende Zivilisten ermordet worden und gestorben sind, auch hier Massenexekutionen, Vergewaltigungen, ethnische Säuberungen, brutales Vorgehen gegen die Jesiden. 4 Millionen Menschen im Irak sind auf der Flucht vor diesen Zuständen. Oder schauen wir nach Afghanistan. Auch Afghanistan, alles andere als ein stabiler Staat.
alles andere als eine Situation, wo Dinge geregelt werden, auch hier staatliche Ordnung vielfach nicht akzeptiert, infrage gestellt, gewaltsame Konflikte zwischen den Taliban, zwischen der Regierung, zwischen regierungsfeindlichen Gruppen, 3,7 Millionen Menschen auf der Flucht vor diesen Zuständen. Oder in Eritrea, wo ein totalitäres Militärregime gegen die eigene Bevölkerung vorgeht, wo willkürliche Verhaftungen an der Tagesordnung sind, wo jeder Bürger, jede Bürgerin völlig willkürlich von der Straße weg zu Arbeits- und Militärdienst auf unbestimmte Zeit eingezogen sind. 400.000 Menschen sind hier auf der Flucht. Wenn wir uns das vergegenwärtigen, wie ist die Situation in diesen Ländern, dann verstehen wir, dass diese Menschen auf der Flucht sind. Und, meine Damen und Herren, daraus erwächst auch eine Verantwortung. Denn das Maß unserer Hilfsbereitschaft sollte das Leid und das Elend der Flüchtlinge sein. Ja, wir stehen vor großen Herausforderungen in Deutschland, in Europa und in Hessen. Und ja, es wird uns sehr viel abverlangen, diesen Herausforderungen gerecht zu sein. Aber wir können das packen, wir wollen das packen und wir müssen das packen. Denn die Anstrengungen, die wir als wohlhabendes Land auf uns nehmen, sind ungleich geringer als das Leid und das Elend, vor dem die Menschen flüchten. Meine Damen und Herren, wenn wir sehen, welche Hilfsbereitschaft es in unserem Land in diesen Tagen gibt, dann sehen wir, viele Menschen kennen genau diese Zusammenhänge, sie wissen um diese Verantwortung, und sie engagieren sich in wirklich vorbildlicher Weise. Und die Aufgabe der Politik, meine Damen und Herren, wird es sein, diese Hilfsbereitschaft auch dauerhaft zu erhalten, auf diese Hilfsbereitschaft aufzubauen, diese Hilfsbereitschaft ernst zu nehmen und auch von der Politik alles zu tun, was wir tun können, um diese Hilfsbereitschaft zu unterstützen. Denn es wäre wirklich fatal, wenn wir eine hilfsbereite Bevölkerung haben und die Antwort der Politik wäre der übliche Parteienstreit. Ich werde darauf später noch zurückkommen. Zur Wahrheit in dieser Debatte gehört auch, alle die Probleme, weshalb die Menschen fliehen, sind nicht neu. Auch dass die Menschen fliehen, ist alles andere als neu. Wir wissen schon lange, dass im Libanon, in der Türkei, in Jordanien, im Irak viele Menschen auf der Flucht sind, Zuflucht gefunden haben, im Millionenbereich. Es wird davon ausgegangen, 1,3 Millionen Menschen im Libanon, 2 Millionen Menschen in der Türkei, 500.000 Menschen in Jordanien, 2 Millionen Menschen im Irak. Und auch an den europäischen Grenzen in Griechenland und in Italien ist das Problem schon lange angekommen, ist die Flüchtlingskrise schon lange ein Thema. Und deshalb müssen wir uns auch sagen lassen, dass wir zu lange weggeschaut haben, dass die Probleme für uns zu lange, zu weit weg waren. Und jetzt sind sie im wahrsten Sinne des Wortes vor unserer Haustür angekommen. Und auch daraus erwächst eine Verpflichtung, meine Damen und Herren. Und es erwächst auch eine Verpflichtung für uns, weil die westliche Welt alles andere, wirklich alles andere als unschuldig ist an den Zuständen in den Ländern, aus denen die Menschen fliehen. Das große Thema auf diesem Planeten ist die ungleiche Verteilung von Armut und Reichtum. Und diese ungleiche Verteilung hat viel damit zu tun, dass wir in vielen Staaten keine stabile Ordnung, staatliche Ordnung haben, hat viel damit zu tun, dass die Menschen in ihrer Heimat keine Zukunft sehen. Und sie hat viel zu tun mit unserer Wirtschaftsweise und davon, dass einige Länder sehr reich sind und andere Länder bitterarm. Auch das ist ein Auftrag, der uns aus dieser Debatte heraus entsteht. Oder schauen wir nach Eritrea oder insgesamt nach Afrika, der geschundene Kontinent, ein Kontinent, der immer noch geprägt ist von den Nachwirkungen der Kolonialisierung, von der Ausbeutung, die einzelne Länder diesem Kontinent angetan haben. Auch das gehört in diese Debatte. Auch hier tragen wir Mitverantwortung. Und, meine Damen und Herren,
wenn wir uns schauen, wie geht die Staatengemeinschaft mit Konflikten auf dieser Welt um, dann ist doch allzu oft das Prinzip gewesen, der Feind meines Feindes ist mein Freund. Und alles, was danach kommt, das interessiert mich nicht. Die werden unterstützt, da werden Waffen geliefert. Und dann stellt man fest, man hat die Auswirkungen in diesen Ländern überhaupt nicht im Griff. Man destabilisiert diese Länder, man destabilisiert ganze Regionen. Auch das gehört zu unserer Verantwortung für die Flüchtlingskrise, die wir gerade erleben, meine Damen und Herren. Und es gehört auch dazu, dass wir über das Thema Waffenexporte reden. Denn noch immer machen viele Länder viel zu gute Geschäfte mit dem Elend und mit dem Krieg in anderen Ländern. Wir haben zu spät hingesehen, meine Damen und Herren, und wir sind alles andere als unbeteiligt an den Zuständen, vor denen die Menschen fliehen. Und deshalb gilt, dass aus dieser Mitverantwortung eine Verpflichtung entsteht, die Flüchtlinge in unserem Land bestmöglich willkommen zu heißen. Meine Damen und Herren, diese Flüchtlingsbewegung ist Teil dessen, was wir Globalisierung nennen. Auch das gehört zur Globalisierung. Globalisierung ist nicht nur der weltweite Markt des Kapitals. Globalisierung ist nicht nur das schicke Surfen im World Wide Web vom bequemen Wohnzimmer aus. Nein, meine Damen und Herren, Globalisierung hat vor allem etwas mit Menschen zu tun, und das erleben wir in diesen Tagen sehr deutlich. Globalisierung bedeutet, dass die Probleme von Menschen überall auf dieser Welt auch unsere Probleme sind. Globalisierung macht die Welt zum Dorf. Und sie holt die Probleme der Welt in jedes Dorf. Das ist es, was passiert, wenn wir heute Flüchtlinge in unseren Dörfern, Gemeinden, Städten, Landkreisen in Hessen willkommen heißen, meine Damen und Herren. Global denken, lokal handeln, dieses Prinzip gewinnt in dieser Krise eine neue Aktualität. Und wir müssen uns fragen, einmal lokal handeln, den Flüchtlingen helfen, aber auch global denken und die Fluchtursachen behandeln. Ich habe einiges schon angefügt, aber wenn wir global denken, dann gehört in diesem Zusammenhang auch, dass nach wie vor die Art, wie wir wirtschaften, zulasten eines ganzen Teils unseres Planeten geht, dass unsere Form zu wirtschaften nicht globalisierbar ist, weder im ökonomischen Sinne noch im ökologischen Sinne. Es gehört dazu, meine Damen und Herren, dass die Klimakrise gelöst werden muss. Weil es werden vor allem die armen Länder sein, die von den Auswirkungen des Klimawandels betroffen sein werden, die sich dann auch auf die Flucht machen werden. Und auch deshalb müssen wir dieses Thema bearbeiten. Und wir müssen auch darüber nachdenken, wie wir Lebensmittel produzieren, zulasten von welchen Ländern das geht, unser Wohlstand, unsere Bequemlichkeit. Auch das werden die Debatten sein, die elementar mit dem Thema zu tun haben, warum so viele Menschen zurzeit auf dieser Welt fliehen, meine Damen und Herren. Die Flüchtlingskrise hätte die Stunde der Vereinten Nationen sein müssen. Sie war es bislang leider nicht. Herr Schäfer-Gümbel hat schon darauf angesprochen, dem Flüchtlingswerk der Vereinten Nationen, UNHCR, fehlen die Mittel, um die Flüchtlinge, die im Libanon und in anderen angrenzenden Ländern der Krisenstaaten dringend gebraucht werden. Die Mittel pro Flüchtling im Libanon beispielsweise sind sogar zurückgegangen. Und die Staatengemeinschaft kann sich bis heute nicht darauf einigen, wie geht sie gegen die Zustände in Syrien um? Was kann eine internationale Strategie in der Syrien-Frage sein? Und jetzt seien wir doch einmal ehrlich, meine Damen und Herren. Was für ein gigantischer Unterschied. Wie schnell konnte sich die Staatengemeinschaft darauf einigen, Banken zu retten? Und wie schwer tut sie sich damit, Flüchtlinge zu retten, meine Damen und Herren? Und deshalb sollte von diesem Hessischen Landtag auch eine ganz klare Botschaft ausgehen. Menschen sind vor allem anderen systemrelevant, und Menschen muss geholfen werden. Und so wie es gelungen ist, ein Rettungspaket für Banken zu schnüren, muss es uns auf der internationalen Ebene gelingen, ein Rettungspaket für Menschen und ein Rettungspaket für Flüchtlinge zu schnüren.
Die Flüchtlingskrise hätte auch die Stunde Europas sein können. Auch das war sie leider bislang nicht. Statt mit einem gemeinsamen Vorgehen der Europäischen Union wurde mit einzelstaatlichen Maßnahmen reagiert. Wir sind in diesem Jahr im 25. Jahr der Deutschen Einheit. Welch ein Glück für unser Land. Wir sind im 26. Jahr, in dem der eiserne Vorhang, in dem Grenzbarrieren gefallen sind. Und was ist das für eine Antwort von Europa, wenn 25 Jahre nach der Deutschen Einheit nicht mit Solidarität, nicht mit den Werten von Europa auf die Flüchtlingskrise reagiert wird, sondern mit Stacheldraht und neuen Grenzen? Und deshalb ist es gut, dass die Innenminister der europäischen Staaten heute verhandeln, heute versuchen, Lösungen zu finden. Denn diese Situation, die Flüchtlingskrise, schreit geradezu nach einer europäischen Lösung, schreit nach einer gemeinsamen Anstrengung der 28 Staaten. Und sie schreit auch danach, dass wir das Dublin-Abkommen endlich überwinden, weil das Dublin-Abkommen kann in zwei Richtungen nicht funktionieren. Es kann nicht funktionieren, dass wir die Hauptlast für die Flüchtlingskrise in Griechenland, in Spanien, in Malta, in Italien haben und andere Länder daran überhaupt nicht beteiligt sind. Und umgekehrt wird es nicht funktionieren, dass allein Deutschland die Probleme der Flüchtlingskrise löst. Und deshalb müssen wir das als Chance für eine neue europäische Lösung, für einen neuen europäischen Verteilmechanismus begreifen. Dann könnte aus der Krise auch eine Chance entstehen. Und wir können partei- und fraktionsübergreifend auch mit etwas Stolz sagen, im Vergleich zu den Vereinten Nationen, im Vergleich zur Europäischen Union, da haben wir es schon ganz gut gemacht in Deutschland und in Hessen in der aktuellen Flüchtlingssituation. Deutschland hat weit über das, was Deutschland hätte machen müssen, sich humanitär gezeigt, hat Flüchtlinge aufgenommen. Hessen nimmt weit mehr Flüchtlinge auf, als wir nach dem Königsteiner Schlüssel aufnehmen müssen. Wir haben das schon ganz gut gemacht in dieser Flüchtlingskrise, meine Damen und Herren. Und Hessen handelt. Der Ministerpräsident hat darauf hingewiesen. Wir haben den Landeshaushalt aufgestockt und werden ihn auch weiter aufstocken, um dieser Herausforderung gerecht zu werden. Von 40 Millionen € im Jahr 2012 werden wir im nächsten Jahr im Haushaltsplan stehen schon 680 Millionen €. Wahrscheinlich wird es bald 1 Milliarde € sein. Wir handeln, wir tun etwas, wir wollen dieser Herausforderung gerecht werden. Und ja, wir werden auch in den Haushaltsberatungen in der zweiten, in der dritten Lesung darüber reden müssen, was das in Euro und in Cent und auch in zusätzlichen Stellen bedeutet. Das ist kein Streit zwischen den Fraktionen hier im Hessischen Landtag. Hessen hat gehandelt. Wir haben neue Erstaufnahmeeinrichtungen oder neue Standorte für Erstaufnahmeeinrichtungen errichtet, 24 Außenstellen. Wir haben jetzt 5 Notunterkünfte. Und es ist uns gelungen, dass jeder Mensch, der bei uns Schutz gesucht hat, ein Dach über den Kopf bekommen hat, dass er etwas zu essen bekommen hat, dass er das Nötigste bekommen hat. Das war ein riesiger Kraftakt. Und allen, wirklich allen, Hauptamtlichen wie Ehrenamtlichen, die diesen riesigen Kraftakt geschultert haben, ein ganz herzliches Dank, ich glaube, im Namen des gesamten Hauses. In dieser Situation ist Flexibilität notwendig und nicht der Dienstweg, weil es ist relativ einfach. Die Flüchtlinge kennen nicht den geordneten deutschen Verwaltungsweg, sondern sie kommen einfach. Und wir müssen dieser Herausforderung gerecht werden. Und ja, dabei werden auch Fehler passieren. Wer behaupten will, er hätte den Masterplan gehabt, wie man 58.000 Menschen, die wir dieses Jahr allein in Hessen erwarten, unterbringen kann,
den möchte ich einmal sehen. Es gab keinen Masterplan, und es konnte auch gar keinen Masterplan geben für diese Herausforderung, 58.000 Menschen unterzubringen, sondern es haben alle mit angepackt. Wir versuchen, jeden Tag ein bisschen besser zu werden. Wo Fehler passieren, da arbeiten wir daran, diese Fehler zu korrigieren. Es fehlt nicht an dem politischen Willen, sondern wir packen alle an, um dieses Ziel zu erreichen. Und ja, das klare Ziel muss sein, dass wir im Winter keine Unterbringung mehr in Zelten haben. Auch das ist kein Streit hier in diesem Haus. Wir haben das Wohnungsbauprogramm noch einmal erweitert um 230 Millionen € zu den Anstrengungen, die das Land ohnehin unternimmt im Bereich des Wohnungsbaus. 230 Millionen € für die Kommunen, damit sie genau diese Unterkünfte für Flüchtlinge bauen kann, wenn sie in den Kommunen zugewiesen sind, dass wir aus der Unterbringung in Zelten rauskommen können. Meine Damen und Herren, wenn wir über Bauen reden, auch da noch einmal muss man sich die Anstrengung verdeutlichen. 58.000 Menschen brauchen ein Dach über den Kopf, ein dauerhaftes Dach über den Kopf. Das ist eine Größe einer Stadt wie Rüsselsheim. Und viele von uns sind kommunalpolitisch aktiv und wissen, wie lange es dauert, ein kleines Baugebiet auszuweisen mit vielleicht 300 Wohnungen. Damit ist eine normale Verwaltung und der politische Prozess gut und gerne 2 Jahre beschäftigt. Und jetzt stehen wir vor der Herausforderung, 58.000 Plätze zu schaffen, möglichst bis zum Winter, dass wir stationäre Unterkünfte haben. Das zeigt, wie groß die Herausforderung ist. Es zeigt aber auch, was in diesem Bereich schon geleistet wird, meine Damen und Herren. Wir haben die Leistungen für die Kommunen erhöht. Das ist schon erwähnt worden. Wir kümmern uns um den besonderen Schutz für Frauen und Mädchen durch gesonderte Unterbringungen. Hier müssen wir noch besser werden, das wissen wir, aber ein Anfang ist gemacht. Und wir kümmern uns mit einer Beteiligung an dem Sonderkontingent des Landes Baden-Württemberg daran, dass Flüchtlinge aus Syrien und Nordirak, die Opfer von geschlechtsspezifischer oder sexueller Gewalt geworden sind, einen eigenen Status bekommen, eigene Möglichkeiten haben, dass wir ihnen hier helfen. Auch hier engagieren wir uns weit über das hinaus, was andere Bundesländer tun, meine Damen und Herren. Und wir kümmern uns um die vielen Kinder, die in unser Land kommen, teilweise unbegleitet, ohne ihre Eltern, in den Clearingstellen in Frankfurt und in Gießen. Und wir kümmern uns selbstverständlich auch um die Sprachförderung für diese Kinder. Wir haben die Intensivklassen ausgeweitet. Wir haben zum ersten Mal mit dem INTEA-Programm eine systematische Sprachförderung für diese Kinder, auch in den beruflichen Schulen. Und ja, wir wissen, das wird eine Daueraufgabe sein. Ja, wir wissen, wir müssen diese Programme noch ausweiten, weil es kommen mehr Menschen. Und wenn mehr Menschen kommen, dann braucht es auch eine Anpassung dieser Programme, meine Damen und Herren. Wir sind uns bewusst, wir haben einiges geschafft in unserem Land, aber wir haben auch noch viel zu tun, um die Flüchtlinge bestmöglich willkommen zu heißen. Ich habe schon über die festen Unterkünfte statt Zelten gesprochen, Ausweitung der Sprachförderung, Unterbringungssituation von Frauen, aber auch die noch bessere Vernetzung und Unterstützung der ehrenamtlichen Helfer. Auch darum wird es gehen, wenn wir das Engagement der vielen Menschen, die sich jetzt engagieren, erhalten wollen, dass wir ihnen eine professionelle Struktur an die Seite stellen. Denn auch in dieser Frage gilt, das Ehrenamt braucht das Hauptamt. Das Ehrenamt ist nicht der Notfallbürger des Hauptamtes. Aber um das Ehrenamt zu koordinieren, um das Engagement der Menschen bestmöglich zum Einsatz zu bringen, brauchen wir auch hier noch bessere Strukturen. Und dann, meine Damen und Herren, wenn wir das geschafft haben, den Menschen ein festes Dach über den Kopf gegeben, dann kommt die eigentliche, die jahrelange Herausforderung. Denn dann, meine Damen und Herren, muss der Willkommenskultur die Integrationskultur folgen. Wir sollten auf keinen Fall den Fehler machen, der in der Bundesrepublik in den 50er und 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts gemacht wurde. Unter der Überschrift Gastarbeiter haben wir, wenn auch aus ganz anderen Gründen als heute, viele Menschen in unser Land bekommen, sind viele Menschen in unser Land gekommen, und wir haben uns eben nicht darum gekümmert, dass diese Menschen sich auch integrieren können. Wir haben uns nicht
um die Sprachkenntnisse dieser Menschen hinreichend gekümmert. Diesen Fehler sollten wir bei den Flüchtlingen nicht wiederholen, meine Damen und Herren. Und deshalb geht es um den Zugang zu Sprache, um den Zugang zu den Institutionen unseres Landes, um den Zugang zu Integration und zum Arbeitsmarkt. Und für all diese Herausforderungen werden wir auch die Unterstützung des Bundes brauchen. Und genau darüber wird ja in diesen Tagen verhandelt und kommen wir hoffentlich am Donnerstagabend zu einem guten Ergebnis. Denn wir brauchen die Unterstützung des Bundes. Wir können als Land nicht alles allein schultern. Wir brauchen eine bessere Ausstattung des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge, damit schnell entschieden wird, damit wir schnell Klarheit haben. Und, meine Damen und Herren, dabei geht es nicht um eine Unterscheidung in gute und in schlechte Flüchtlinge, sondern es geht darum, festzustellen, welche Menschen sind an Leib und Leben bedroht und brauchen unsere Hilfe und welche Menschen kommen aus anderen, wenn auch sehr verständlichen Gründen in unser Land. Darum geht es, wenn wir über eine bessere Ausstattung und schnellere Entscheidungsverfahren beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge reden. Wir brauchen eine strukturelle und dauerhafte Beteiligung des Bundes an den Kosten der Flüchtlingsunterbringung. Es ist eigentlich ja so einfach. Die Antwort des Bundes auf steigende Flüchtlingszahlen können doch nicht festgelegte Beträge sein. Das kann nicht funktionieren, und deshalb brauchen wir hier eine dynamische Anpassung der Leistungen des Bundes an die tatsächlichen Flüchtlingszahlen. Und wir werden den Bund brauchen bei den Sprach- und Integrationsprogrammen, die es jetzt ja schon von Bundesseite gibt, aber eben nicht für Flüchtlinge gibt. Hier werden wir die Öffnung brauchen. Hier werden wir die Unterstützung des Bundes brauchen. Und auch bei einem erleichterten Arbeitsmarktzugang. Ein Einwanderungsgesetz wäre die sauberste Lösung. Das fordern wir GRÜNE schon seit Langem. Das wird in dieser Verhandlungsrunde wahrscheinlich nicht gelingen. Aber wir müssen zumindest für die Flüchtlinge einen erleichterten Arbeitsmarktzugang haben. Es ist doch widersinnig, dass wir in vielen Bereichen der Wirtschaft über Fachkräftemangel klagen und das Fachkräftepotenzial der Flüchtlinge nicht nutzen, weil wir bürokratische Hürden haben. Und das müssen wir ändern, meine Damen und Herren. Und ich sage auch in der Bundesdebatte, helfen ideologische Debatten und Scheinlösungen wirklich niemandem. Und deshalb sind wir sehr froh, dass der erste Referentenentwurf aus dem Bundesinnenministerium zur Verschärfung des Asylrechts mittlerweile schon wieder sehr weit vom Tisch ist. Aber auch der jetzige Entwurf atmet aus grüner Sicht noch zu sehr den Geist von Sanktionen und von Repressionen und zu wenig den Geist davon, wie können wir die Länder und Kommunen bestmöglich unterstützen, die Herausforderung zu bewältigen. Und ja, es wird in den Verhandlungen auch auf Bundesebene auch um die sicheren Herkunftsstaaten gehen. Und ja, da gibt es unterschiedliche Auffassungen. Das ist völlig klar. Aber wenn es um die Sache geht, dann sollten wir uns auch eines bewusst machen. Die sicheren Herkunftsstaaten lösen kein einziges der realen Probleme, vor denen wir in der aktuellen Situation stehen. Sie geben weder eine Antwort auf die Perspektivlosigkeit vieler Menschen auf den Balkan, noch haben sie bislang den Beweis erbracht, dass sie einen Beitrag dazu geleistet haben, dass weniger Menschen aus dem Balkan tatsächlich zu uns gekommen sind. Deshalb lassen Sie uns die ideologischen Debatten sein und das Verhandlungsergebnis am Donnerstag danach messen, ob es tatsächlich Flüchtlingen hilft. Und lassen Sie uns dieses Verhandlungsergebnis am Donnerstag und die Verhandlungen auch noch an etwas anderem messen. Und das kann man, glaube ich, nicht hoch genug schätzen, nämlich ob es gelingt, dass die Parteien, die demokratischen Parteien in diesem wichtigen Thema beieinander bleiben. Ob es ihnen gelingt, trotz unterschiedlicher Auffassungen, trotz unterschiedlicher Meinungen ein gemeinsames Paket zu schnüren. Es wird niemand von dem anderen verlangen, seine Grundüberzeugungen aufzugeben. Und wir GRÜNE werden unsere Grundüberzeugungen auch nicht aufgeben. Aber ein Paket, eine Allparteieneinigung bei dem Thema wird allen etwas abverlangen. Und dieses Abverlangen ist auch ein Wert. Weil, meine Damen und Herren, was wäre denn die Alternative?
wenn am Donnerstagabend spät in der Tagesschau oder im Nachtmagazin oder in welchem Nachrichtenmagazin auch immer die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes sehen, das Einzige, was diesen Politikern angesichts der Herausforderung einfällt, ist, in die übliche einfältigen Parteienstreit zurückzufallen. Soll das die Antwort der politischen Klasse auf die Hilfsbereitschaft der Bevölkerung sein, dass wir uns wieder streiten wie die Kesselflicker? Das kann und das darf nicht das Ergebnis von Donnerstagabend sein, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren, ich habe gesagt, wir sollten die Hilfsbereitschaft der Menschen nicht überfordern. Wir sollten ihre Sorgen und Ängste ernst nehmen. Wir sollten sie aber auch nicht unterfordern. Die Menschen wissen, vor welcher Herausforderung wir stehen. Und wir sollten ihnen auch ehrlich sagen, das ist keine Veranstaltung von Wochen oder von Monaten. Das ist eine Veranstaltung von Jahren. Und wir sollten ihnen offen sagen, dass uns das auch etwas abverlangen wird, dass das auch mit Einschränkungen verbunden sein kann, wenn wir Flüchtlingen helfen wollen, und das wollen wir. Und wir sollten Ihnen ganz offen auch sagen, dass das nicht aus der Portokasse geht. Das wird Auswirkungen auf die öffentlichen Haushalte haben. Und wir sollten sehr ehrlich jetzt darüber reden, dass wir, wie immer, wenn es um Geld geht, nur drei Möglichkeiten haben. Das eine sind Umverteilungen im Haushalt. Das andere ist eine bessere Einnahmebasis für die öffentlichen Haushalte. Kundige wissen, was das bedeutet. Aber das gehört zur Ehrlichkeit auch dazu. Oder ob wir sagen, wir können die Ziele der Schuldenbremse nicht einhalten. Das gehört auch in diese Debatte. Und die Menschen warten darauf, dass ihre Hilfsbereitschaft auch mit dieser Ehrlichkeit der Politik beantwortet wird, dass wir diese größeren Zusammenhänge auch darstellen und auf diese größeren Zusammenhänge auch Antworten geben, meine Damen und Herren. Und deshalb lassen Sie uns der Versuchung widerstehen, auch dieses große Thema zum Gegenstand von kleiner parteipolitischer Münze zu machen. Das war bislang in der Debatte auch nicht der Fall. Da bin ich ausdrücklich dankbar für. Ich bin auch sehr dankbar für die konstruktiven Gespräche, die in der letzten Woche auf Einladung des Ministerpräsidenten mit allen Fraktionsvorsitzenden im Landtag geführt wurden. Wir haben als Politik hier eine Verantwortung in diesem Thema. Und zu dieser Verantwortung gehört auch eine ganz klare Absage an diejenigen, die glauben, mit diesem Thema Stimmung machen zu müssen. Sorgen und Fragen und Ängste von Bürgerinnen und Bürgern sind berechtigt. Darauf müssen wir als Politiker auch Antworten geben. Aber es gibt eine klare Trennlinie. Rassismus, meine Damen und Herren, ist keine Sorge. Fremdenfeindlichkeit ist keine Meinung. Fremdenfeindlichkeit ist Menschenfeindlichkeit, und für Menschenfeindlichkeit gibt es in diesem Land keinen Raum. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.